aber sieht man uns nachher eigentlich nicht mehr? Nachher schalten wir uns die Kamera alle aus, genau. Super. Immer ganz wichtig zu wissen. Achso, sind wir live? Ihr seid jetzt live, ja, ich auch. Oh, ja. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Donnerstagsgespräch online. Wir freuen uns über alle Zuschauerinnen, über alle Kundinnen und Sie können uns eins abnehmen. Wir sind nervöser als sonst. Normalerweise wäre das Sitzungszimmer hier schon richtig voll. Und wir machen hier zusammen aus unserem großen Sitzungszimmer mit. Freuen uns auf einen super bunten gemeinsamen Abend. Und der Abend soll auch unter dem Motto stehen, einfach mal was Neues auszuprobieren. Wir haben eben überlegt, was wir machen und hätten es viel zu schade gefunden, nichts zu tun, weil man hat ja viel Zeit in der Corona-Zeit auch für schöne Dinge, zum Beispiel zeichnen. Und gemeinsam zeichnen ist ja auch einfach toll. Und heute Abend wäre eigentlich auch die Manuela Dickmann hier gewesen und hätte den Vortrag über Baufinanzierung gehalten. Die beiden Vorträge haben wir auch schon auf unsere Internetseite geladen oder in unseren YouTube-Kanal. Wenn Sie da Interesse haben oder auch in diesem Fall gerne Ihre Männer, können Sie das online angucken. Jetzt will ich nicht viel Zeit verquatschen, sondern wünsche uns allen viel Spaß und einen schönen Abend. Ja, super. Lieben Dank für die Einladung. Lieben Dank ja, für die Möglichkeit, dass ich das hier für euch machen kann in diesem neuen Format und dass wir ein bisschen ja auch moderne Medien und moderne Techniken mit ganz ja, analogen Werkzeugen nach Schermbeck bringen und wer auch immer noch mit dazu guckt. Ich bin die Simone Abelmann, ich bin die Gründerin der Funny Sketchnotes. Und mich hat es nach über 20 Jahren IT zum Zeichnen gebracht. Ich habe halt jahrelang Einsen und Nullen und große Datenmengen von rechts nach links geschaufelt und habe immer gedacht, ich bin nur mathematisch begabt. Und meine Glaubenssätze waren, ich kann nicht zeichnen, wenn, dann sieht es nur kindisch aus und vielleicht kann ich was abzeichnen und sonst nichts. Was soll ich sagen, das stimmte alles nicht. Jetzt gehöre ich tatsächlich ja, zu den bekanntesten Sketchnotern aus ganz Deutschland. Und wenn ich eins liebe, ist es live zu zeichnen, irgendwo vor Ort. Und irgendwann ist Corona vorbei und dann denke ich, dann machen wir das auch mal vor Ort bei euch in der Volksbank. Aber das Zweitliebste ist mir tatsächlich auch mit in Webinaren zu zeichnen. Ich habe in den letzten 2 Jahren mega viele Webinare gemacht. Über 50.000 Leute haben mit mir gezeichnet und umso mehr freue ich mich, wenn jetzt ein paar Leute in der Volksbank sitzen und mitzeichnen und wenn ja auch noch ein paar Leute hier aus dem Ort und Umgebung mitzeichnen. Ganz kurz, ich zeichne gleich digital auf meinem iPad, das muss aber keinen stören. Wen das interessiert, ich benutze die kostenlose App Adobe Illustrator Draw. Die ist sehr intuitiv bedienbar, sehr einfach, aber auf Bedienungsweisen gehe ich heute nicht ein. Wer dazu mehr wissen will, kann gerne immer mal bei mir vorbeigucken. Material braucht man zum Sketchnoten nicht viel. Ideal ist ein Fineliner. Das sind diese, ich halte die mir mal hier vors Gesicht, die diese feinen Spitzen haben mit einer Dicke von 0,3 oder 0,4. Letzteres ist das Übliche, was ich überall beim Rossmann und Rewe kaufen kann. Das sind diese gelb-schwarzen Fineliner von, ich glaube, Städtler sind sie. Ich bin mir gar nicht so sicher. Die findet man überall. Und dazu ist es schön, wenn wir irgendwas in Farbe haben. Idealerweise ein Brushpen. Da ist super, wenn ich sowas mit so einer Spitze habe. Die sind immer so ein bisschen flexibel und damit kann ich gut kolorieren. Wenn ich das nicht habe, nehme ich Buntstifte oder normale Filzstifte. Also das ist alles möglich. Einfach das nehmen, was man hat und zur Not sketcht man mit einem Bleistift oder auch mit einem Kugelschreiber. Das ist also völlig egal. Chat habe ich gerade schon mal erzählt. Wenn ihr wollt, ist das alle lesen, schreibt ihr in den Chat, versenden an alle Gesprächsteilnehmer.
Wenn da steht, alle Diskussionsteilnehmer, dann sehe nur ich das. Den Chat könnt ihr gerne zwischendurch einfach benutzen, auch wenn ihr Bock habt und sagt, zeichnet das nochmal, ich habe es nicht mitbekommen, oder ihr einen bestimmten Wunsch habt, was ich noch zeichnen soll. Da bin ich ganz flexibel. Wir werden heute ein paar Grundzüge der Sketchnotes kennenlernen und am Ende wirklich auch was Tolles zusammenzeichnen, was ihr echt nutzen könnt, womit man ja zumindest Freunde, Kollegen, Familie auf Karten, Glückwünsche und so weiter beglücken kann. Einmal zum Thema Sketchnotes, das sind gezeichnete Notizen. Da geht es um Text und es geht um Bilder und es geht einfach um Visualisierung. Und du kannst Sketchnotes nutzen, um zum Beispiel das, was du lernen musst, zu zeichnen. Es bleibt schneller in deinem Kopf. Oder das, was du anderen vermitteln musst. Und da sage ich jetzt mal hier, hallo Christina Flammer, die schreibt gerade. Da weiß ich zum Beispiel, dass die immer mal zeichnet, wenn die ihren Patienten zeigt, welche Übungen die zum Beispiel machen. Zu sowas kann man das nehmen. Aber auch, wenn du an einer Flipchart arbeitest, Präsentationen machst, kannst du das auch mega nutzen, um einfach denen, die dir zuhören, zu zeigen, einfach ein Bild zu zeigen. Das bleibt nämlich besser in unserem Kopf. Viele benutzen das für ihre Webseiten, für ihre Blogs, manchmal auch für ihre Druckmaterialien, dass da was gezeichnet drauf ist. Ich habe hier einen Kalender von mir, du kannst es theoretisch für alles benutzen. Und der beste Grund, um Sketchnotes zu benutzen, und da fangen wir jetzt gleich auch einfach an, das ist, um Spaß zu haben, einfach um zu entspannen, um einfach loszulassen. Und mein wichtigster Satz in dem Zusammenhang ist auch, unperfekt ist perfekt. Habt keine Angst davor, eine krumme Linie zu machen oder irgendwas schief zu machen. Ich zeige euch nachher Tricks, wie das, was ihr zeichnet, nachher am Ende richtig genial aussieht. Und ihr habt idealerweise, habt ihr ein Sketchbook. Wenn man das nicht hat, nimmt man einfach A4-Papier. Und ich finde es immer hilfreich, wenn man das A4-Papier einfach in der Hälfte faltet, dass man quasi A5 hat, das ist immer eine schöne Größe, die man mitzeichnen kann bei den Motiven, die ich jetzt zeichnen werde. Und da legen wir dann doch jetzt einfach mal los und mein iPad wird jetzt gleich freigeschaltet. Moment. Das haben wir gleich. Ich hoffe, dass heute keine Probleme im Internet sind. Gestern war ja in ganz Schermbeck die Glasfaser ein bisschen gestört. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir das heute nicht haben. Ich hatte auch trotzdem gestern noch ein erfolgreiches Webinar. So. Da sind wir hier auch nochmal mein Bild. Ihr seht, mit den einfachsten Zeichnungen kann man auch gerade digital gemacht auch mal ganz einfach zum Beispiel die Farben einer Firma übernehmen. Also das ist eine Zeichnung, die ich schon lange habe und die haben wir mal einfach aufs Branding von der Volksbank umgemünzt. Genau, jetzt fangen wir aber an und ich habe immer einen besonderen Start und diejenigen, die schon mal bei mir in einem Webinar waren, die wissen, was jetzt kommt, aber gerade wenn ich immer Leute habe, die neu dabei sind, fange ich damit an. Ich mache jetzt übrigens meine Kamera aus, weil mein Kopf geht jetzt eher nach unten beim Zeichnen. Wenn was ist, schreibt da einfach im Chat, da habe ich mein Auge drauf. So, ich fange immer an, immer eigentlich mit dem Gleichen und zwar mit dem visuellen Alphabet. Da sind für mich wichtig der Kreis, das Quadrat bzw. Rechteck, ein Dreieck, eine geschwungene Linie, ein Strich und ein Punkt. Können wir auch noch dazu schreiben, weil ich habe ja schon gesagt, es geht bei den Sketchnotes nicht nur ums Zeichnen, sondern auch ums Schreiben. Gerade auch für Mitschriften, zum Beispiel auf Veranstaltungen, auf Fortbildung oder auch in der Schule ist es echt hilfreich. Und was ja erst manchmal kindisch oder so wirkt, ich kann euch versprechen, die Sachen, die ihr mitsketcht in Veranstaltungen, die bleiben
in eurem Kopf. Ich habe Veranstaltungen, die ich vor 3 Jahren besucht habe. Ich habe das Gefühl, ich sehe denjenigen, der das gesprochen hat, noch vor mir, wenn ich meine Notizen dazu sehe. Es ist wirklich mega hilfreich. Und gerade, ich habe es ja gerade hier gelesen, die Paula ist da zum Beispiel dabei. Ich weiß nicht, welche Klasse, aber ich glaube, kurz vorm Abi, da ist es halt auch total hilfreich. Ich fange damit immer an und habe jetzt auch hier im Quatschen was falsch geschrieben. Toll, Entschuldigung. Ich habe natürlich hier die Probleme, das zu korrigieren. Ihr müsst es jetzt so übernehmen. Das ist manchmal die Gefahr, wenn man sich einfach auf Schreiben konzentriert, dass man mal Fehler macht. Aber dafür habe ich ja gerade gesagt, gilt unperfekt ist perfekt. Visualisierung ist ja auch nicht schlimm. Jetzt habe ich mir überlegt, womit können wir anfangen mit dem Kreis, um zu zeigen, dass ganz einfache Formen immer ja ableitbar sind, einfach eben aus diesem Alphabet. Dafür nehmen wir jetzt einfach eben den Feinliner oder was auch immer ihr so zur Verfügung habt, Kugelschreiber oder sowas eben relativ fein schreibt. Ja, das Einfachste ist natürlich vielleicht, die scheint ja heute ganz schön, ich glaube, jetzt ist sie gerade gleich im Untergehen, die Sonne. Wenn ich eine Sonne zeichne und einfach die Striche drumherum mache, da wären wir dann beim Strich aus dem Alphabet, gehe ich einfach immer oben, unten, rechts, links und dann in den Zwischenräumen. Da sehen die Strahlen immer ein bisschen ordentlicher aus. Das wohl Einfachste, was wir immer alles kennen, wenn wir einen Kreis zeichnen, ist natürlich, ja, ich sag mal, ein Emoji. Nutzen wir tagtäglich auf dem Handy. Wenn ich will, mache ich noch ein paar Striche dazu. Und ihr seht, wir haben jetzt ja die geschwungene Linie für den Mund. Wir haben den geraden Strich für die Augen und Haare und den Kreis für den Kopf. Dann gehen wir mal weiter. Und dann, ja, geht es auch manchmal mal in den Weltall. Und wenn ich hier einfach einen Kreis drum mache, dann ist es der Saturn. Da kann ich den Kreis so dünn lassen, wie er ist, oder mal den hier so ein bisschen dicker, kann den dann farbig ausmalen oder wie jetzt in meinem Fall einfach schwarz. Wann immer du irgendetwas zeichnest bei den Sketchnotes und du bist dir nicht sicher, ob du das in einer Woche noch weißt, was du da gezeichnet hast, weil es dir vielleicht doch nicht so gelungen ist, dann ärger dich nicht, sondern schreib's einfach dazu, was es ist. Ein bisschen was zu Schriften machen wir gleich auch nochmal. So ein paar Tricks, wie man halt auch ganz cool schreiben kann. Immer zuschreiben ist immer eine gute Sache. Dann kann man jetzt bestimmte Formen kombinieren. Also ich fange jetzt nochmal an mit dem Kreis. Und mach da jetzt ein langgezogenes Rechteck dran. Ja, und damit sieht man jetzt schon, damit habe ich eine Lupe gemacht. Da mache ich hier oben meistens immer noch einen Bereich, den ich schwarz mache. Mache manchmal hier, um das Lupenglas zu zeigen, hier so diese ja, Reflexion quasi im Glas. Und fertig ist meine Lupe. Wenn wir dann in die nächsten Formen einfach gehen, um auch nochmal zu gucken, wie man die zusammensetzt, kann man zum Beispiel auch einfach anfangen und sagen, ich nehme ein Quadrat und nehme dazu ein Dreieck. Ja, da sind wir natürlich bei einem ganz einfachen Haus. Das können wir dann aber auch mit wenig Aufwand schon einfach ein bisschen aufwendiger machen. Wir waren ja jetzt noch bei der Baufinanzierung. Und wenn man da zum Beispiel was zu sketchen wollen würde, ne, könnte man halt einfach ein Haus malen. Und da will ich ja nicht so ein einfaches, ja, ich muss ein bisschen weiter runter malen, sorry. So. Da will man jetzt nicht nur so ein einfaches hier, das ist das Haus von der Frau Maus oder wie es heißt, sondern ein bisschen schöner. Da fange ich mit so einem offenen Rechteck an, würde da auch sofort mit dem Rechteck die Tür reinmachen und ein kleines quadratisches Fenster. Da würde ich vielleicht noch so ein Kreuz reinmachen. Jetzt sind ja hier am Rande des Münsterlands auch schon mal ein bisschen klassischer.
Und dann würde jetzt das Dach da drauf kommen als Dreieck und das würde ich jetzt eher als ein bisschen flacheres Dreieck einfach so oben drauf setzen, es gar nicht schließen. Und damit wir gleich noch eine weitere Form dazu haben, würde ich dann hier oben nochmal so ein Fensterchen machen in rund. Ein kleiner Kamin hier rechts. Und immer wenn ich sowas habe wie ein Kamin, wo irgendwas rauskommen kann, dann deute ich den Rauch einfach hier mit seiner Schlängellinie an. Das Haus steht meistens nicht alleine, es hat vielleicht noch Garten, da deute ich jetzt nach rechts und links so Striche an und würde jetzt hier, wir leben ja auf dem Land, rechts und links ein bisschen grün andeuten und fertig ist die Kiste. Könnte natürlich noch Baum und so weiter, das ist mir viel zu aufwendig. Schreib es einfach auch nochmal dazu. Manchmal kann man auch einfach dazu schreiben, ja, vielleicht, weil einfach Platz noch da ist. Also da ist, es gibt keine Regeln, es gibt kein falsch und richtig, sondern das, wie du das siehst, wie du das zeichnen willst, ist der richtige Weg. Bei mir heißt es, oder mein Kurssystem heißt ja auch die Funny Sketch Notes. Und bei mir geht es tatsächlich immer ja um Spaß, um Fun. Und ich möchte es nicht so bierernst sehen. Und ja, wenn man manchmal sogar irgendwie ein relativ trockenes, ernstes Thema hat, dann ist es manchmal witzig, wenn man es einfach mit einfachen Dingen aufpeppt. Und zum Beispiel können wir jetzt hier, ich male mal ein Quadrat und ein Dreieck. Und ganz einfach können wir das jetzt so ein bisschen aufpeppen. Und zwar, wie wäre das denn, wenn die ein Gesicht bekommen? Bei mir sind alle Figuren immer recht freundlich und die haben immer so langgezogene Augen. Du kannst aber auch, ich mache die mal hier raus, solche Augen machen. Also das ist echt Geschmackssache. Ich habe mir früher Punkte gemalt und mittlerweile gibt es immer diese Striche. Ja, und damit es dann wie Figuren aussieht, gebe ich jetzt dem Quadrat und dem Dreieck einfach Beine. Ein Dreieck sieht aus wie ein Verkehrsschild. Und Arme gehören auch immer dazu. Das Dreieck freut sich gerade. Das reißt die Hände in die Luft und hat hier oben auch noch so eine kleine Strubbelfrisur. Sieht genauso aus wie das Gras neben dem Haus. Das Rechteck hat auch eine Strubbelfrisur. Und das Rechteck oder Quadrat ist ganz selbstbewusst und hat die Arme hier so aufgestützt. Zum Menschenzeichnen machen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal so eine kleine Extra-Session. Ganz einfache Form. Und wenn es relativ langweilig ist auf einem Blatt, ist das eine wichtige, witzige Aktion, das einfach zu machen. Wenn wir jetzt weiter bei dem Quadrat oder Rechteck auch bleiben, haben wir jetzt die Möglichkeit, ja auch alles, was so um Papier und Büro ist, gut zu zeichnen. Also zum einen, das kann jetzt privat und geschäftlich sein, also die Form ist Rechteck. Und wenn ich da jetzt ein Dreieck reinzeichne, habe ich einen Brief. Ich mache da immer noch hier links und rechts die Striche dazu. So wäre das Symbol einfach für einen Brief. Es ist ein Liebesbrief. Den schreiben wir viel zu selten in den heutigen Zeiten. Mache ich da noch so ein Herz drauf, als wenn das so ein, ja, ich sag mal, so ein Stempel oder so ein Siegel wäre. Und ja, worauf schreibe ich die Liebesbriefe? Vielleicht auf so einem Block oder auf Papier. Wichtig ist, wenn ich Papier, Block, Heft und so weiter mache, dass ich so in etwa diese Proportion übernehme, die ein DIN A4-Blatt hat. Das muss nicht 100% sein. Und von dieser Grundform habe ich jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ein Papier kommt meistens nicht alleine. Also könnte ich jetzt, wenn ich hier oben rechts so ansetze, und diese Form hier wiederhole, so leicht versetzt, habe ich schon zwei Blätter. Mache ich das nochmal, habe ich drei Blätter. Damit deute ich jetzt einfach so einen Blätterstapel an.
je nachdem, was ich da drauf schreibe. Also einmal kann ich natürlich irgendwie hier so Striche machen, dann deute ich an, dass da Schrift drauf ist. Könnte auch, wenn es ein Fragebogen ist, hier noch so Kästchen machen. Vielleicht auch irgendwo einen Haken noch da rein. Ist es ein rechtliches Papier? Mache ich ganz einfach so ein Paragraph da drauf. Und zack, ist es schon vielleicht ein Vertrag. Sind die Blätter nicht lose, sondern sind die so, ja, ist es ein richtiger Block? Dann mache ich das meistens ganz einfach. Ich zoome mal so ein bisschen da dran. Ich habe da immer noch einen Fehler drin. Na, egal. Und mache hier einfach so eine Schlängellinie für diese Spirale, die da drin ist. Damit man weiß, was es ist, kannst du hier natürlich auch draufschreiben, was es ist. So sieht es jetzt aus, als wenn der Block nur noch ein Blatt hat. Und dann mache ich es eigentlich so ähnlich wie gerade und würde hier nochmal ein zweites und vielleicht noch ein drittes Blatt andeuten. Und so hat der Block gleich ein bisschen Tiefe. Dann nochmal die gleiche Form und es ist echt egal. Ihr seht bei mir, ich habe im Moment gerade so ein neues, recht neues iPad und das ist noch ein bisschen flutschig. Ich brauche da nochmal eine Folie drüber. Da wackelt es schon mal beim Zeichnen, aber das ist völlig egal. Ich zeige euch eh gleich auch noch einen Trick, wie das richtig cool aussehen wird. Jetzt nochmal die gleiche Form und naja, Schule waren wir alle irgendwann mal oder haben die Kinder in der Schule oder whatever. Da mache ich immer hier am Rand immer nochmal so ein bisschen dicker, mache hier dann so diesen ja, Namensaufkleber, könnte man Mathe reinschreiben, das ist mir aber passt da nicht rein, also schreibe ich einfach nur ein M und könnte jetzt auch, damit es ein Matheheft ist, hier noch so ein paar Mathe-Symbole, eine Wurzel, geteilt, plus, minus, irgendwie sowas halt machen. Damit ist es ein Mathe-Heft. Und damit es ein bisschen mehr aussieht wie ein Heft, kann ich jetzt oben oder unten hier einfach so zwei Linien machen, damit es so ein bisschen mehr Tiefe bekommt. So wird es gleich immer so ein bisschen dreidimensionaler. Und wir haben es theoretisch noch alles auch abgeleitet von unserer Grundform. Man kann diesen Block auch noch anders malen, ein bisschen schöner, wenn man sich mehr Zeit nimmt. Bei mir geht es oft hopp, hopp. Und dann sieht das so aus. Also ich habe jetzt hier den Block, mache da gleich auch schon so diesen angedeuteten zweiten Blatt drauf. Und jetzt mache ich hier oben so ein paar Löcher. Die Blöcke kennt ihr bestimmt, die hier so auffällige Löcher haben. Wie viel passen hier hin? Ja, 5, das reicht mir. Und dann mache ich hier so die Spirale drumherum. Das, was ich da oben, ich sag mal, in so ein bisschen unordentlich gemacht habe, mache ich hier in ordentlicher. Und könnte das jetzt auch zum Beispiel als Kalenderblock nehmen. Ich schreibe jetzt mal hier April drauf, auch wenn wir heute September haben, weil es so schön hier hinpasst. Und würde jetzt hier einfach auch noch ein Datum schreiben. Ach, da hat meine Nichte Geburtstag, deswegen steht das da. Genau. Da wäre es dann schon. Ja, da wäre es da schon jetzt so ein Datumsblock. Haben wir schon ganz schön viel jetzt drauf. Ich hoffe, ihr kommt alle mit. Wenn nicht, dann schreit ihr einfach, beziehungsweise schreibt ihr was in den Chat herein. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit so ein Rechteck gehabt, aber auch aus dem Quadrat habe ich ein paar Symbole noch mitgebracht. Ein Fenster haben wir ja gerade schon bei dem Haus gesehen. Das ist so in etwa ein Quadrat. Male ich jetzt nochmal hier
diese, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, drauf. Ja, und wie wäre es denn, wenn es ein Fenster ist mit Fensterläden? Da wird es schon kompliziert und da ist es jetzt nicht so richtig ein Quadrat oder Rechteck. Ich mache nach oben und nach unten und zwar rechts und links so Striche, die abgehen. Länger oder kürzer, meine sind relativ kurz und die verbinde ich miteinander. Und damit man sieht, dass das so Fensterläden sind, ich zoome mal wieder ran, mache ich hier einfach so, deute ich das an. Das muss nie perfekt sein, sondern es kommt einfach nur darauf an, dass ich ja erkenne, was ich da zeichnen will. Was ich auch machen kann, wenn ich bei dem Thema Fenster bleibe, könnte ich links und rechts eine Gardine machen. Vielleicht noch eine Blume auf der Fensterbank. Die male ich irgendwie. Genau. Und beim Quadrat, was ich oft benutze, gerade wenn man im privaten Bereich was zeichnet. Und ich kann mich gut erinnern zu der Zeit, als ich angefangen habe zu zeichnen. Da war das so, dass ich dann immer so beauftragt wurde von Freunde und Familie, du zeichnest doch bestimmt was. Und bei Glückwünschen passt immer, das ist jetzt wie das Fenster eigentlich gerade, dieses Quadrat. Und mit einer einfachen Schleife obendrauf. Das sind so zwei Bögen und nach links und rechts einfach so gekringelt, ist es schon ein Geschenk. Das kann ich natürlich auch viel aufwendiger malen, aber so ist es ja einfach easy und geht einfach aus der Hand. Ganz einfach auch und wo man dann auch immer sieht, was ganz schnell geht, ist auch so ein Rechteck. Und ihr seht, wie oft ich eigentlich fast die gleiche Grundform gerade nehme. Und da kommt jetzt ein Henkel dran. Dann ist es eine Tasse. Auch die kann ich natürlich viel aufwendiger malen, aber in erster Instanz ist das easy. Wenn da ein Heißgetränk ist, dann mache ich da einfach so zwei Schlängel drüber. Jetzt kann das Kaffee sein, das kann Tee sein. Und wenn es Tee ist, dann mache ich so, dann hänge ich hier mit einer geschwungenen Linie und einem kleinen Rechteck meinen Teebeutel rein. Und wenn ich meine, man kann es dann doch wieder nicht lesen, kann ich auch da einfach wieder was reinschreiben. Es ist der Tee. Jetzt sitzen wir, ihr sitzt vorm Computer oder iPad oder irgendwas und das ist auch ganz mega einfach mit Quadraten gezeichnet. Ich zeichne jetzt mal einfach hier meinen Laptop. Da fange ich immer mit dem Rechteck an. Das ist quasi so die Außenform. Und in der Innenform habe ich so den Bildschirm. Und die Tastatur mache ich immer ganz einfach. Da mache ich nach links und nach rechts so Striche und die verbinde ich. Jetzt könnte man so eine Tastatur komplett malen. Ich bin ja eher ein bisschen faul. Also fange ich einfach hier an, das hier so anzudeuten. Wenn da noch eine Maus vielleicht wichtig ist, kann ich die hier auch noch zeichnen. Die ist so ein bisschen so eine Form. Hat hier so einen Strich vielleicht von den Tasten. Manchmal noch einen Querstrich oder nicht. Da kann man gucken, wie die so aussieht. Aber das ist nicht wichtig. In diesem Zusammenhang erkennt derjenige, der das betrachtet, was es ist. Wenn es wichtig ist, was da auf dem Computer ist oder wenn wir da vielleicht auch sagen wollen, es geht gerade ums Internet, dann schreiben wir vielleicht einfach www da drauf. Und damit weiß eigentlich jeder schon, was anzufangen.
Der eine oder andere hat aber vielleicht auch ein Tablet, so wie ich jetzt auch vor mir. Und ein Tablet ist auch ganz einfach. Da nehmen wir ein Rechteck, was ein bisschen abgerundeter ist, weil die nie so ganz spitze Kanten haben. Und dann male ich auch hier diese Arbeitsfläche drin. Ich male immer das iPad, ja, wie quasi mein erstes iPad war. Das hatte hier diesen sogenannten Home-Button. Und das ist dann mein iPad und kann dazu natürlich auch einen Stift malen. Und der Stift ist ganz easy. Der ist nämlich auch eigentlich ein langes Rechteck, wo wir ein Dreieck draufsetzen. Kann man hier vielleicht noch so verbinden. Ich male dann immer hier noch, der alte Stift hatte hier immer noch so einen Strich. Und damit ist es der iPad-Stift. Wollen wir vielleicht gerade auch ein paar Bilder gucken auf dem iPad? Weil das nehme ich mittlerweile auch immer mit, wenn ich Freunde besuche und wir wollen Fotos gucken. Dann kann man da vielleicht ja seine Bilder drauf gucken. Und da haben wir nämlich gleich auch ein neues Motiv. Wenn ich Berge malen will, sind das einfach nur ja Dreiecke. Sind die schneebedeckt? Könnte ich hier einfach so die obere Spitze vielleicht so machen? Ist es noch wichtig, wo es ist? Könnte ich auch noch eine Flagge drauf machen? Wir haben ja gerade gesehen, wir haben Zuschauer aus der Schweiz. Wenn es dann noch rot wäre, wäre es klar, es ist die Schweizer Flagge. Und bei dem anderen kommt vielleicht einfach so ein Gipfelkreuz drauf. Und damit habe ich aus den einfachsten Formen, aus dem Dreieck, aus dem Quadrat, aus den Strichen was gezeichnet. Und ihr seht, auch meine Sachen sehen natürlich nicht perfekt aus. Und wenn ich jetzt mit dem Auge von jetzt gucke, mich stört, ich habe am Anfang mit einem dünneren Stift angefangen, habe ja sogar hier im Alphabet ja doch noch einen Fehler gemacht, finde ich jetzt nicht so ideal. Könnte ich jetzt hier, digital kann ich das ja auch nochmal da rauslöschen. Und würde mit vielleicht hier auch noch mal so reinbringen. Mal gucken, dass ich hier den gleichen Stift habe. Ja. Aber ich zeige euch gleich einen Trick, wie wir aus dem Bild, wo wir vielleicht manchmal noch denken, ja, ist schon ganz nett, ein Wow machen. Visuelles Alphabet. Ich habe immer eine Sache, die darf nie fehlen. Und zwar sind es, fängt es an mit zwei Kreisen. Und das wird jetzt ein Eis. Das heißt, ich nehme zwei Kreise so hintereinander und mache hier einfach ein Dreieck dran. Vielleicht sieht der eine oder andere schon, was wir dann nachzeichnen. Das hat nämlich mal dann jemand bei mir, ein Teilnehmer, entdeckt. Wenn es ein Eis bleibt, deute ich einfach mit ein paar Strichen die Waffel an und manchmal tropft das Eis, wenn wir nicht schnell genug essen. Wer schon groß ist und drei Kugeln essen darf, dem malen wir noch eine dritte dazu. Jetzt aber nochmal, ich habe es gerade angekündigt und vielleicht habt ihr schon bemerkt, was es sein kann. Ich habe es damals im Eifer des Gefechts gar nicht gesehen und mehrere im Webinar haben mich darauf aufmerksam gemacht, was das hier auch sein könnte. Das ist nämlich, mit ein paar Augen, ein Vogel. Und den können wir jetzt ganz einfach noch ein bisschen verschönern. Der kriegt bei mir auch hier immer so eine Strubbelfrisur. Manchmal reicht schon das. Manchmal kriegt der sogar noch so einen Körper. Den kann ich mal richtig so ganz strubbelig machen, so ein bisschen comic-mäßig. Und dann hat er hier unten zwei Beine. Fertig ist der Vogel. Sieht super witzig aus, mal irgendwo in der Ecke. Und bei meinen Kunden sehe ich da oft ganz viele verschiedene Abwandlungen. Die haben so einfach so ihre eigenen Sachen da jetzt so entwickelt. So, jetzt gucke ich mal, so ein paar Sachen habe ich noch Platz, was noch so super passt, so als Beispiel fürs visuelle Alphabet. Da habe ich eine meiner Lieblingsmotive und ich finde, da können wir Frauen auch nicht genug von kriegen. Ist ein Dreieck.
ruhig so ein bisschen breiter. Und wo ich oben rechts und links hier so ein bisschen nach innen gehe und das dann miteinander verbinde. Vielleicht erkennst du schon, das wird der Diamant. Und ich habe mich am Anfang echt schwer getan, aber nachdem ich das in diesen Schritten zeichne, geht das. Nämlich jetzt hier mache ich so ein paar Mal zickzack, so dass es auskommt. Und die Spitze unten verbinde ich dann hier so. Das ist mein Diamant und da der ja immer leuchtet, ne, glänzt, wenn das Licht da drauf kommt, da sieht man halt so ein bisschen eben diesen Facettenschliff. Das ist der Diamant. Bei den Sketchnotes geht es auch oft darum, wenn wir es zum Lernen nehmen oder auch um irgendetwas zu verdeutlichen, dass wir mit Symbolen arbeiten. Und ein Diamant, wenn ich das einfach als Icon sehe, ist halt ein Diamant. Oder es steht halt für Reichtum, für Exklusivität und für Luxus. Also damit kann man dann auch immer eine Symbolik erreichen, um bestimmte Sachen einfach auszudrücken. Den Saturn haben wir gerade schon mal gezeichnet und jetzt zeige ich euch aber auch noch, wie ich zum Beispiel die Erde sehe. Da habe ich zwei Variationen. Einmal, es sollte rund sein, ist ein bisschen eierig, aber wer weiß, vielleicht ist die Erde ja ein bisschen eierig. Wie wäre das, wenn das ein Globus wäre? Und dann würde ich einfach hier so eine Halterung malen, so. Unten halt so ein kleines Rechteck. Und hier so den Halter. Fehlt noch ein bisschen was und ich brauche jetzt gar nicht so auf die Erde drauf malen. Ich male jetzt hier einfach nur so ein paar Längengrade und Breitengrade. Der Äquator ist immer gerade und die anderen sind gebogen. Und fertig ist mein Globus. Oder zum Thema Erde mache ich das immer so. Ich kann das natürlich nicht aus dem Kopf zeichnen, aber es kommt ja übrigens auch an, man kann die Erde ja aus ganz verschiedenen Sichtweisen machen. Wir in Europa nutzen ja meistens, dass wir hier den Blick auf Afrika haben und dann ist hier oben Europa und das deute ich immer hier so an. Hier ist dann so Frankreich, Italien und Kroatien, keine Ahnung was. Hier wird es dann in den Nahen Osten übergehen. Und so hier oben wäre ja irgendwo so Grönland, glaube ich. Und dann Nordafrika hier, keine Ahnung, wie es dann so in Mittelamerika hier weitergeht und dann in Südamerika weitergeht. Also einfach andeuten. Und da kommt es echt nicht darauf an, dass das exakt ist, weil ihr kennt das jetzt schon so, dass es eine Erde ist. Und wenn ich das zum Beispiel jetzt auch noch mit Blau und Grün kolorieren würde, ist es klar, dass das die Erde ist. Und wann immer es nicht klar ist, schreibst du das dazu. Das ist die Erde, unser Planet. So, eine süße Sache habe ich noch. Die passt da hoffentlich noch unten in die Ecke. Das ist so ein super schönes Beispiel, wie ich einen Kreis und ein Quadrat auch kombinieren kann. Sieht jetzt nach nichts aus. Wenn ich jetzt aber hier eine Linie, da eine Linie und hier eine Linie mache, hier unten andeute, dass es sich um einen Korb handelt und vielleicht hier noch so Sandsäcke, dann wäre es vielleicht, müsste ich vielleicht oben noch ein bisschen dicker machen, eigentlich soll es ein Fesselballon sein. Es sieht im Moment gerade aber eher aus wie ein Mixer. Ich glaube, ich mache das mal hier an der Seite, der Ballon muss ein bisschen runder sein und größer. Ich glaube, so wäre es richtig. Aber ich sage ja immer, wenn dann jemand in dem Moment sagt, Mist, mein Fesselballon sieht aus wie ein Mixer, dann sage ich ja herzlichen Glückwunsch. Dann kannst du jetzt einen Mixer malen und um den Fesselballon kümmerst du dich beim nächsten Mal. So sieht es ein bisschen besser aus. Und wenn ich jetzt hier noch jemand reinmale, dann erkennt man auch vielleicht, was das eher ist. Genau, machen wir vielleicht noch so eine Wolke daneben.
dann erkennt man den Fesselballon. Hier, da ist es vielleicht ein Mixer. Ich lasse das jetzt aber einfach mal so stehen. Da seht ihr jetzt aber hier, also ich finde, das kann man ganz toll jetzt hier sehen, wie so eine kleine Veränderung. Und natürlich ist es okay, dass man beim ersten Mal mal falsch zeichnet. Passiert mir eben ja auch, wie man sieht, wenn man es dann nochmal neu zeichnet. Und manchmal ist es nur die Proportion. Also hier musste der Kreis oben einfach deutlich größer sein als der Korb unten. So, gucken, ob wir noch irgendwo Platz haben. Ich habe hier noch zig Symbole, die drauf könnten, aber wir machen gleich noch ein bisschen was. Da machen wir hier oben in der Ecke nochmal was mit dem Kreis. Und das ist eigentlich ein Motiv, das kann ich vielleicht gut nehmen, wenn ich ja vielleicht mal mein Urlaubstagebuch sketche. Und wenn ich jetzt hier oben und hier unten und rechts und links was mache, dann ist das schon ein, ja, ihr wisst schon, das, was mich rettet, wenn ich ins Wasser falle. Manchmal habe ich Wortfindungsstörung. Ich selber musste oder habe durch das Zeichnen gelernt, dass unperfekt perfekt ist. Kira, danke, der Rettungsring. Und trotzdem neige ich immer hier und da immer noch zu so Sachen, wo ich denke, naja, so toll sieht es jetzt nicht aus. Ich habe aber eine Taktik für mich gefunden, wie es dann cool aussieht. Wenn dir immer irgendwo noch was fehlt, dann kann man auch immer noch mal zum Auffüllen irgendwas hinmalen. Und ich male jetzt mal ganz bewusst gleich hier links so ein bisschen das Herz hin und vielleicht hier rechts auch noch mal. Mein allererster Trick ist einfach, dass ich das, was ich zeichne, umrahme. Jetzt habe ich es natürlich so nah an den Rahmen gezeichnet, dass das nicht immer geht, aber das ist nicht schlimm. Ich fange jetzt da oben neben meinem, normal hätte ich hier vielleicht einfach nur einen Titel hingeschrieben. Jetzt haben wir hier heute das Bild für die Veranstaltung. Und ich zeichne einfach an den Rand, gehe bis zur Ecke, gehe runter und überall, wo mich was stört, wie dieses Herz oder oben die Erde und der Globus, höre ich einfach auf. Hier eben beim Haus und gehe aber überall, muss ich mal gucken, wie ich hier jetzt zeichne. Hör nicht beim Fenster auf, setz mal ab. Und da braucht auch nichts mega gerade sein. Und geh dann hier wieder hoch, hör beim Stift auf, setz hier wieder an, geh bis zum Vogel in die Ecke und würde hier jetzt so zeichnen. Wenn ich digital zeichne, habe ich natürlich den Vorteil, ich würde den jetzt hier nutzen und da so ein bisschen eine Lücke machen. Wenn ich analog zeichne, nicht. Ich empfehle aber trotzdem immer, wer anfängt mit dem Zeichnen, zeichnet erstmal analog. In der heutigen Zeit einfach auch mal wieder was mit Stift und Papier zu machen, macht einfach auch glücklich. So, das ist der erste Trick gewesen. Gib dem Ganzen einen Rahmen. Das kann so ein einfacher Rahmen sein wie dies hier. Ich mache den nochmal weg, das könnt ihr jetzt nicht, aber egal, einfach nur um zu zeigen. Man könnte aber auch vielleicht einen gepunkteten Rahmen machen. Finde ich auch mega schön. Ich weiß, dass das einige auch von meinen Kunden machen. Bei mir kommt dann tatsächlich meine Ungeduld zum Vorschein und bei mir muss es manchmal schnell gehen. Deswegen gibt es bei mir solche Ränder. Was auch gut aussieht, ist, wenn ich mir einfach einen dickeren Filzstift nehme, also der nicht so fein ist wie der Feinliner, sondern so ein bisschen dicker, nochmal schwarz, und ich damit das Ganze umrande. Also so dick oder vielleicht sogar noch dicker. Da auch einfach mal verschiedene Variationen ausprobieren. Das finde ich auch ganz schön. Habe ich eine Zeit immer mit einem dickeren Stift gemacht. Momentan mache ich es eher dann immer mit dem gleichen Stift. So. Mega happy bin ich an dieser Stelle auch noch nicht, aber jetzt kommt mein nächster Trick und da geht es um
das Kolorieren. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, dass wir dazu so ein Brush Pen nehmen können. Das sind diese Stifte. Ich zeige das auch einmal nochmal in die Kamera. So, die hier solche Spitzen haben. Die sind zum größten Teil so ein bisschen flexibel und damit kann man einfach so, das kann ich auch mal eben, glaube ich, weiß nicht, ob es zu klein ist, mal gucken, wenn ich es hier so runter mache. Genau, ich mache mal eben, wenn ich hier mal, ist jetzt nicht, man muss kein Detail sehen, ich male hier nur so ein Haus hin. Und wenn ich was koloriere, dann koloriere ich immer, das ist tatsächlich die falsche Farbe, ja, dann koloriere ich immer einfach nur so hier im rechten Bereich. Also es geht immer nur hier so ein bisschen da rein. Das darf auch über die Linie gehen. Und was ich dann auch noch mache, außen setze ich so einen kleinen grauen Schatten. Das zeige ich gleich digital, aber was mir wichtig ist, ist, dass wir echt mal üben, einfach so ganz locker, flockig, schnell übers Blatt zu gehen. Das traut man sich am Anfang nicht. Dieses Phänomen ist immer so, dass man denkt, oh mein Gott, jetzt mache ich dieses Bild hässlich und ich versaus jetzt. Und wer da echt Hemmungen hat, dem gebe ich den Tipp, wenn ihr so weit seid wie jetzt, dann kopiert das mal 2-3 Mal und dann probiert auch vielleicht mal unterschiedliche Kombis aus. So, ich nehme dann so ein Brush Pen, ich kann das hier digital so nachvollziehen und wunderbar funktionieren da sehr helle Farben. Ein hellblau, ein hellrosa, ein helles Grün. Sehr kräftige Farben wie Rot oder wirklich so ein Volksbankblau oder Orange sind da nicht immer so ganz angesagt, aber so ein helles Blau kommt immer super. Und ich fange jetzt einfach an und ich fange jetzt meinem visuellen Alphabet an, einfach in alle Elemente, die ich habe, einfach hier so reinzuzeichnen. Und zwar mache ich das nicht ordentlich. Ich male über die Linien, ich mache hier weiter mit dem Globus. Oben im Globus, unten in diesem Ständer, im Diamanten. Und ich mache das eigentlich immer so im unteren rechten Bereich. Also wenn man hier diese Papiere sieht, die zeichne ich immer wie so ein Haken rein. Und wenn ich das mache, mache ich das echt richtig schnell. Ich wusel einfach übers Papier. Warum? Weil ich weiß, wenn ich anfange nachzudenken, dann würde ich an der Sonne stoppen und denken, oh ja, eine Sonne blau geht ja gar nicht, vielleicht muss ich die gelb machen. Und wenn ich anfange zu überlegen, dann könnte es wirklich doof werden. Deswegen mache ich das richtig schnell. Und wenn ihr Lust habt, nochmal auch so alleine zu zeichnen, probiert das mal einfach aus. Also echt, als wenn ihr so auf der Jagd seid, einfach mit diesem Stift übers Papier. Ich deute das mal die nächsten hier so an. So gehe ich darüber und ohne Nachdenken einfach machen. Das muss nie perfekt aussehen. Einfach reingehen. Bei dem Fenster mache ich so, könnte die Laden komplett ausmalen. Hier würde ich vielleicht auch so in diese Vorhänge reinkrickeln und in die Blume. Man kann natürlich auch bunt kolorieren und sagen, ja, die Blume mache ich jetzt grün oder so. Aber es sieht echt ganz cool aus. Wenn es alles in einer Farbe ist, dann lenkt nicht so viel ab. Machen wir den Kalender, das Geschenk, Teetasse, der Mixer oder... Ach, es sieht eigentlich immer mehr aus wie ein Fesselballon. Mein iPad mit den Schweizer Bergen. Dann hier das Laptop, Maus, Herz, der Vogel, Eis, Kugeln. Bei dem Rettungsring würde ich jetzt echt nur hier diese, die sind ja immer blau oder rot, machen. Genau. Kira fragt, kannst du einen etwas stärkeren Kontrast wählen? Also siehst du das schlecht, was ich zeichne? Also ist es zu schlecht zu sehen? Also ich kann jetzt hier so an der Einstellung nichts anderes machen. Das Einzige, was ich jetzt machen könnte, ist, das einfach mit ein bisschen mehr Wumms zu zeichnen. Aber es soll halt echt so pastellig aussehen.
Vielleicht liegt es auch am Endgerät bei euch. Weil wenn ich so, ich kann es natürlich, mach es jetzt mal hier oben einmal so mit so einem dunkleren Blau. Je nachdem sieht es auch aus. Das Wichtige ist halt wirklich, ach guck mal, bei der Erde würde ich zum Beispiel jetzt hier versuchen, nur das Wasser blau zu machen. Und gehe halt überall hier so im rechten Bereich rein. Ich glaube, so zum Veranschaulichen müsstet ihr das jetzt besser sehen. Und einfach so auch mal einfach spontan zulassen, was euch einfällt, was, wie das gemalt werden kann. Bei mir ist es echt immer wie so ein Haken fast. Das habe ich mir so angewöhnt. Sieht auch mega aus mit rosa, hellgrün und wenn man will, auch mal bunt, je nach Anlass auch. So sieht es ein bisschen kräftiger aus. Blumen können wir auf jeden Fall auch noch malen. Fragt die liebe Tanja gerade. Genau. Ja, also da haben wir jetzt hier schon mal so alles koloriert und im nächsten Schritt machen wir dann auch noch mal immer mit einem hellen Grau. Das hat man manchmal, wenn man noch nicht eingerichtet ist, nicht da. Ich zeige euch noch mal einmal, kann ich das hier unten einblenden? Hier auf dieser Seite, ich weiß jetzt nämlich nicht mehr, ob das auf der Volksbank-Seite war, unter simoneabelmann.com/Materialliste gibt es immer wieder von mir auch Tipps, was man für Stifte gut nehmen kann. Da wird auch immer mal wieder was neu von mir reingestellt. Die kann man gut für diese Art zeichnen nehmen. Ich mache parallel auch immer noch einen Schatten. Naja, und wer sich mal irgendwann, also mit, ich sag mal, setze ich jetzt doof an, echten Zeichnen beschäftigt hat, der weiß natürlich, dass es da echte Regeln für gibt. Und wenn ich jetzt hier dieses Haus hier zeichnen würde, dann müsste ich vielleicht hier irgendwie so den Schatten da ganz genau hinmachen und dann kommt es drauf an, woher die Sonne kommt. Aber das, sorry Leute, das gibt es bei mir nicht. Bei mir, ich tue immer so, als wenn die Sonne hier oben links in der Ecke ist und in diese Richtung scheint. Und für mich gibt alles, auch egal, ob das einen Sinn macht oder nicht, einen Schatten ab. Na, so, einen Schatten nach rechts ab. Also das, was ich beim Kolorieren innen koloriere, mache ich beim Schatten außen, vielleicht bei so einem Haus auch komplett mal so. Aber ich umrande immer so den rechten Bereich, wie es passt. Das nehme ich auch nicht hundertprozentig ernst, wenn ich mich jetzt im Eifer des Geschäfts vom Gefechts verzeichne und ich würde das links malen, wäre mir das auch wurscht. Da ist wirklich unperfekt perfekt und da einfach überall hinzeichnen, wie es passt. Meistens ist es das Gleiche wie das, was ich schon gezeichnet habe. Wenn so ein Vögelchen da steht, könnte man dem aber auch so ein bisschen wie so einen Boden darunter zeichnen. Dass es so wie so ein Schatten ist, wo der steht, Rettungsring und auch das visuelle Alphabet kann das haben. Ich könnte jetzt auch hier einfach mal den Buchstaben, weil die gefallen mir nicht, die sind so dünn geschrieben, auch nochmal einfach einen Schatten machen und da gehe ich einfach nur einmal in jeden Buchstaben rein und würde vielleicht noch das hier so unterstreichen. Und dann gehe ich manchmal noch an der Stelle hin, wenn mir irgendwas zu leer ist. Manchmal mache ich einfach ein paar Punkte noch rein. Wenn ich meine, da fehlt noch was oder so kleine Kringel. Aber da kommt es immer so auf den Typ an. Manche mögen es gerne, wenn da noch so ein bisschen Platz ist, dann hat das so ein bisschen Ordnung. Ich bin ja so eher ein bisschen so die Chaos-Queen. Und ich finde es super, wenn da noch so ein bisschen so Punkte sind oder mal noch so eine Schleife. Ein Herzchen geht auch überall und zeichne das so überall dann noch so hin, bis ich meine, dass es fertig ist. Da ist aber auch mein Tipp, einfach mal zulassen, nicht zu sehr drüber nachdenken, sondern einfach das machen,
was euch so gerade in den Sinn kommt. Wir zeichnen oft nicht oder wir hören irgendwann manchmal auf, obwohl wir nicht denken, dass es fertig ist, aber weil wir einfach Angst haben, boah, bis jetzt ist es so schön, wenn ich jetzt noch was verzeichne, dann ne, wird es vielleicht schlecht. Und das Gefühl kenne ich auch. Und da sage ich immer einfach, seid einfach mutig und geht darüber hinweg. Also geht über das Gefühl hinweg, ich kann was versauen. Und jetzt möchte ich gerne einmal so das Vorher-Nachher zeigen. Und zwar mache ich die Koloration mal komplett raus und auch den Rahmen raus. Und das ist immer die Stelle, wo ich so denke, ja, naja, könnte schöner sein. Aber sobald ich meinen Rahmen und meine Koloration da drin habe, fühle ich mich, dass es vollständig ist. Und da sieht eigentlich auch wirklich alles gut aus. Witzig ist, wenn man es mit anderen Farben mal probiert, gerade wenn man übt, wie sieht es mit rosa aus, wie sieht es mit hellgrün aus und so weiter. Genau, das ist schon so unser erstes Kapitel. Wir werden gleich noch weiter in Schriften gehen und ein bisschen, wie man die auch gliedert, ein paar Banner. Menschen, mein Lieblingsthema. Und dann werden wir gemeinsam eine Karte zeichnen. Mich würde interessieren, was seht ihr jetzt auf dem Bild? Seid ihr zufrieden? Seid ihr happy? Habt ihr schon so ein kleines Aha-Erlebnis gehabt? Ich denke, ihr seid tatsächlich wahrscheinlich immer noch am Zeichnen, was gut ist. Zeit auch noch mal einen Schluck Wasser zu nehmen. Die Kira sagt, die Schatten. Die Schatten wirken super gut und Marlis schreibt, sieht super lebendig und doch geordnet aus. Genau das ist echt ein mega Hinweis, Marlis, weil das ist es. Diese Sketchnotes geben oft Strukturen und man kann ja tatsächlich, wenn man es wirklich professionell oder für Lernen, Vorträge und Fortbildungen anwendet, hat man damit Struktur und auf der anderen Seite ist es halt wirklich lebendig. Und das Coole ist, dass wir, wenn wir das so auch mit diesen Schriften was mitnotieren, Punkte notieren, dazu zeichnen, wir auch in unserem Gehirn so beide Gehirnhälften mal wieder verwenden. Und das ist tatsächlich ja einfach mega gut. VB-Team ist happy, den Vogel finden wir besonders cool. Ja, und dass der einfach aus diesem Eis entsteht, finde ich so cool. Also, dass der einfach, der war auf einmal da. Und das ist auch dieses coole, guck auch einfach und mecker nicht, wenn es nicht so aussieht, wie du willst, sondern guck, was es vielleicht stattdessen werden kann. So, dann mache ich diese Seite mal aus und mache die neue Seite. Und jetzt geht es so ein bisschen, ich sag mal, einfacher ist jetzt übertrieben, aber so zur Entspannung machen wir jetzt mal Schriften. So, ich schreibe es mal eben hier drüber. Was wir gleich auch noch mal kurz machen werden, bei den Sketchnotes geht es auch immer um sogenannte Container. Das hört sich ein bisschen merkwürdig an, aber Container sind immer ja Kästen, die vielleicht um Schriften und Überschriften sind. Und da zeige ich gleich auch noch ein paar witzige, die einfach cool verwendet werden können. Mein Zeichenprogramm ist Adobe Illustrator Draw. Das ist kostenlos und meiner Meinung nach, wenn man ein iPad hat, eines der Programme, die am einfachsten nutzbar sind, weil halt wenig Funktionen. So, da haben wir jetzt Schriften. Und bei den Schriften höre ich ganz oft immer, ja, ich habe keine schöne Handschrift und es ist total schwierig für mich.
Ich persönlich habe jetzt auch nicht so eine super Handschrift. Ich habe mir manche Sachen einfach antrainiert. Und gerade wenn es jetzt darum geht, ich sag mal, es ist jetzt die Fortbildung und ich muss was mitschreiben und mitdokumentieren, dann kann ich da auch jetzt nicht großartig rummalen, sondern es soll ordentlich aussehen. Ich soll es auch in 3 Wochen noch lesen können. Und dann gehe ich immer her und gehe einfach auch mal hin und sag, lass uns mal gucken, wie das normale Alphabet geschrieben wird. Wer Probleme hat, in Linien zu bleiben, der sollte sich vielleicht am Anfang sowas wie ein kariertes Blatt drunter legen. Ich kann das hier so simulieren in meinem Programm. Der gleiche Effekt, wenn ich so ein normales Druckerpapier habe, ist, wenn du wirklich ein kariertes Blatt drunter liegst. Wenn es nicht durchscheint, kann man das nochmal so nachzeichnen. Oder man würde sich Linien oder Kästchen einfach mit einem Bleistift zeichnen. Ich will da nicht so eine große Wissenschaft rausmachen, sondern es geht einfach nur darum, dass wir uns bei dem Zeichnen von Buchstaben da so ein bisschen nachrichten können. Das wäre zum Beispiel, wenn wir das Alphabet mal anfangen. Wir schreiben das nicht komplett durch. Und ich sage jetzt, ich zeichne das jetzt oder schreibe das jetzt hier über 3 Buchstaben. Ein A und sage jetzt hier an der unteren Linie kommt der Strich hin. Da kann ich mich jetzt bei jedem Buchstaben danach richten, dass jeder Querstrich auf der gleichen Linie ist und dass jeder Buchstabe gleich groß ist. Und hier beim E und beim F sehen wir das dann nämlich schon ganz gut. Ich nehme da mal einfach einen farbigen Strich zu. Hier. Die ganzen Striche oder auch das B mit seinem Bauch vielleicht, wie man es nennt, sind alle auf einer Linie. Ich habe es jetzt alles so ein bisschen weiter runtergesetzt. Also wenn ich ein klassisches A ja zeichne, dann würde ich das so in die Mitte zeichnen. Aber genau das ist jetzt schon mein erster Trick, denn damit können wir jetzt spielen. Schritt 1 ist, wenn du nicht so glücklich bist mit deiner Schrift, also wenn du sagst, die ist noch nicht so ordentlich, dann übe einfach. Ich mache das ja, glaube ich, schon 1000 Jahre, wenn ich telefoniere oder irgendwie bei Besprechungen zuhöre. Es ist bei mir echt, als wenn dadurch andere Kanäle in meinem Kopf geöffnet werden, übe ich schon immer Buchstaben. Meinen Namen habe ich in meinem Leben wahrscheinlich schon 3 Trillionen Mal gezeichnet. Aber so übe ich halt immer auch so eine klassische Druckschrift. Gerade wenn ich sage, ich bin damit nicht zufrieden. Und wenn ich da aber fit bin, und ich denke mal, die meisten werden das ja auch sein, kann mich halt hier wirklich immer echt so ein bisschen an den Linien halten, wie breit und wie hoch. Dann kann ich jetzt Experimente machen. Wie wäre es denn, wenn meine Buchstaben mal besonders lang wären? Und ich fange jetzt hier mal an, es wird ein H. Und jetzt kann ich mich überlegen oder kann ich mir überlegen, male ich vielleicht den Strich vom H hierhin oder hierhin. Und wenn das jetzt ein herzlich wird oder ein Herz, genau Herz wird's, male ich hier das E und dann kommt natürlich der Strich auch hierhin. Da wird das halt ganz konform, wenn man immer wieder dann die gleiche Stelle nutzt. Da kommt es nicht auf Millimeter an, aber so etwa. Deswegen dieser Tipp mit dem karierten Papier mal drunterlegen oder auf kariertem Blatt üben. Aber ich finde, wenn man zeichnet, sieht ein weißes Blatt am besten aus. Ich habe gesagt, da kommt noch ein Z zu. Herz. Da ist einfach dieses langgezogene, ich glaube, ich mache da doch Herzlichen raus. Genau. Dieses Langgezogene wirkt halt einfach schon exotisch. Und wenn man jetzt eine Weihnachtskarte oder eine Karte für den Kollegen, der in Ruhestand geht, für die nette Nachbarin, die meine Blumen gegossen hat in Urlaub oder, kann ich einfach auch eine nette Karte so zeichnen. Und ich mache das so, wenn ich zum Beispiel auf einer Karte jetzt nicht nur herzlichen, sondern herzlichen
herzlichen Glückwunsch schreibe, schreibe ich das nicht immer alles in der gleichen Schriftart. Weil wenn ich da jetzt, und ich kann das ja hier machen, weil ich es gleich wegmache, ich jetzt hier auch nochmal hier das da drunter mache, ist es irgendwann zu viel. Ich gehe hin, wenn ich Happy Birthday schreibe, herzlichen Glückwunsch oder liebe Grüße, herzlich willkommen, gehe ich immer hin, dass ich zwei Schriftarten nehme. Und oft nehme ich mir dann ja so einen farbigen Marker dazu. Diese Stifte, die ich zum Teil vorstelle, die haben auch so zwei Funktionen. Ich zeige das jetzt hier auch nochmal in die Kamera. Ich habe hier, das ist so ein Copic-Stift. Den gab es ganz lange immer mal im Thalia in Dorsten zu kaufen. Die haben es leider aus dem Programm genommen. Und der hat an einer Seite so einen zugespitzten Marker. Das gibt es natürlich ganz oft auch als Stift so für Flipcharts und so. Oder ich habe hier so einen, das ist einer von Neuland. Da habe ich hier eine Spitze. Und hier einen Marker. Und mit diesem Marker, mit diesem abgeschrägten, kann man ganz gut auch was schreiben. Und ich habe das, ich simuliere das jetzt mal hier. Und was ich doof finde, ist, wenn du zwei Worte untereinander schreibst, ich simuliere das jetzt mal einfach hier und ich schreibe jetzt hier Glückwunsch hin. Ich mache es jetzt mal einfach nur schnell, um auch zu zeigen, dass meine Schrift auch nicht so super ist. Ja, dann ist es nicht mittig, es sieht irgendwie komisch aus, das eine Wort ist länger als das andere, finde ich unschön. Deswegen mache ich das immer so, wenn das so zusammengehört, dass ich das leicht versetze, auch ruhig kleiner schreibe und dann einfach so hier in der Mitte anfange, sag ich mal. Und schreibe dann herzlichen Glückwunsch dazu. Das mache ich echt einfach in dieser Schrift, ja, wie ich sie habe, wie sie aus mir herauskommt, das ist keine, ne? Einfach wie es klappt. Und dann kann man auch gleich hier, ich sag mal, diese Buchstaben so mit so einem kleinen Rahmen umgeben. Da mache ich halt nicht so einen Container, wie ich es oben bei Schriften gesagt habe, drum, sondern einfach nur so und rahme das ein. Das so ähnlich werden wir nachher auch nehmen, wenn wir dann am Ende eine Karte gemeinsam zeichnen. Also einfach mal ausprobieren, wie kann man das hoch und runter machen, besonders schmal oder auch natürlich besonders breit. Geht auch. Na, wenn wir jetzt die Buchstaben so richtig breit machen. Wichtig ist immer nur, dass wir die Querstriche, wie jetzt bei H und bei A, immer auf die gleiche Linie machen. Da werde ich hinten ein bisschen schmaler, aber auch das ist nicht so egal, nicht so wichtig. Was wir auch machen können, am ersten Buchstaben eines Wortes, wie hier beim H, oder auch beim letzten oder hier beim Ausrufezeichen, einfach so ein Schnörkel dran. Warum auch nicht vielleicht sogar an alle? Und da einfach mal mutig einfach so ein Kringelchen dran malen. Muss gar nicht besonders aussehen. Damit man gerade so Überschriften und so schön gestalten kann, habe ich aber eine Schrift mitgebracht, die echt mega effektvoll ist für Überschrift, aber auch eben für den privaten Bereich. Ich nenne die Schrift Erfolg. Und bei meiner Erfolgsschrift schreibe ich dann immer das Wort Erfolg, weil man es damit am besten machen kann. Ich fange mal hier so an. Und ich fange an mit so einem Rechteck. Kann man sich super auch wieder nach den Kästchen richten. Und dann wird das ein E. Und geht so. Fast alle Buchstaben fangen mit diesem Rechteck an. Und auch hier keine Angst, wenn es nicht perfekt ist, weil so wie wir es nachher weiterverarbeiten, wird das auch gut. Das F ist dann genauso wie das E. Das O lasse ich immer so, wie es ist. Man könnte es aber auch hier so unterteilen. Bei mir bleibt es immer so. Das L wird einfach so.
Und das G ist wie gerade auch beim O ohne etwas. Muss man ein bisschen verschieben. Genau, mach's mal ein bisschen kleiner. So, das ist meine Schrift Erfolg. Und da habe ich jetzt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also ich zeige gleich jetzt mal verschiedene. Ihr könnt ja einfach das machen, wie ihr, euch das gefällt oder verschiedene Wörter damit zu schreiben. Also einmal so meine erste Taktik ist einfach, du kannst es einfach ausmalen. Also ich würde es jetzt einfach mal hier, ich kann das ein bisschen schneller machen, pink einfach ausmalen. Das ist schon das Erste. Sieht schon gut aus. Dann mache ich ganz oft, wenn es dann so ausgemalt ist, was ich ganz gut finde, ist, wenn ich einfach nur so ein Krickelakrack da reinmache. Das entspricht so mir. Dann geht es nämlich immer schön schnell und sieht irgendwie witzig aus. Oder, machen wir das mal weg, was auch gut aussieht, wenn man hier einfach so Querlinien reinmacht. Das ist mir manchmal zu anstrengend. Du kannst aber auch einfach hier so Punkte reinmachen. Was auch gut aussieht, wenn wir einfach nur so einen Bereich schwarz malen, vielleicht so. Oder so ganz teilen und dann ist es unten schwarz. Da kann man auch mit spielen, dass wirklich jeder Buchstabe anders aussieht. Was ich auch gerne mag, ist, wenn ich da Punkte reinmale. Und dann male ich immer unten einen großen Punkt. Kann man am besten so überall nacheinander malen, damit der überall auch aufkommt. Also überall gleich ist. Und dann wird der zweite ein bisschen kleiner. Der dritte natürlich noch mal kleiner. Der vierte und fünfte wird nur noch so reingemacht. So, da haben wir jetzt schon eben mehrere Versionen, wie man das machen kann. Ja, und wie es gerade passt. Und da sage ich auch immer, nicht lange nachdenken oder so, sondern einfach mal machen. Genau. Wenn man jetzt sowas hat, ja, und ihr habt bestimmt auch schon mal irgendwo so, ich sag mal, so Handletterings gesehen. Manchmal sieht man das bei Pinterest oder WhatsApp. Und sowas kann man wirklich super selber machen. Also du kannst es auf dem Blatt machen und abfotografieren und wenn du einen besonderen Spruch hast oder digital zeichnen. Und was ich mache, wenn ich einen Spruch habe, ist, dass ich unterschiedliche Schriftarten nehme. Und ich habe ein Zitat, was ich ganz gerne nehme, das kommt von einem meiner Coaches, ist: Erfolg ist eine bewusste. Und da seht ihr, das ist echt, das ist nicht unbedingt meine normale Schrift, sondern das ist so meine Schrift in ein bisschen kindlicher gemacht. Benutze ich sehr, sehr oft auch bei mir für Instagram und für so bestimmte, ja, ich sag mal so Zitate, wenn ich die zeichne. Und dann würde ich so in letzter Instanz, da muss man jetzt natürlich gucken, ob das so passt, dann das letzte Wort davon im Zitat machen. Erfolg ist eine bewusste Entscheidung. Und jeder hat ja so seine Lieblingszitate oder man liest was und manchmal will man es weitergeben, aber man weiß auch manchmal nicht, ob man diese Bilder, die man gerade sieht, so weitergeben darf. Und solange man da jetzt nicht ein Zitat von jemandem klaut, kann man die ja auch einfach selber aufschreiben. Vorsicht immer bei Zitaten von so berühmten Leuten, wie auch irgendwie Karl Valentin ich glaube, Heinz Erhardt auch. Bei Karl Valentin weiß ich, dass zum Beispiel die Erben da tatsächlich echt scharf hinterher sind. Ja, und ich habe ja gerade schon mal gesagt, wir werden auch nochmal so Container zeigen. Und so ein Container ist alles das, was so ein Bild einrahmen kann. Das kann jetzt einfach hier so ein Kasten sein. Das könnte auch statt so einem Kasten, ich mache das mal hier nochmal anders,
zeige manchmal halt mehrere Variationen. Das könnte auch hier der Kasten in gepunktete sein. Ja, wer es mag, da so viele Punkte hinzumachen, gerne. Könnt ahnen, dass es für mich wieder nichts ist. Und was ich super gerne mag, gerade wenn ich da so ein Zitat vielleicht zeichne, ist, dass ich da so ein Schild draus mache. Und da mache ich hier oben immer so zwei so, ja, Pfosten, die ich hier unten so weiterführe. Wie so ein Werbeschild oder ein Straßenschild, so ein Ortseingangsschild. Die stehen bei mir immer so ein bisschen im Gras. Und da gibt es so Krickelakrack-Gras neben mir. Das ist dann schon so, ja, das kann man einfach auch mal zeigen, wenn man ein schönes Zitat irgendwo schön darstellen will. Bei mir kommt immer auf dieses Schild, fragt mich nicht warum, ich weiß es auch nicht, immer ein Vogel. Und da habe ich so einen witzigen Vogel für mich entwickelt. Der ist ziemlich dick. Geht so, könnte auch immer ein Wal sein an dieser Stelle. Der hat hinten immer hier so Locken. Das sind natürlich Schwanzfedern, aber ich sage mal Locken. Dann hat er hier so ein Schnäbelchen, das guckt manchmal so ganz frech nach oben. Manchmal ist der auch auf, der Schnabel. Dann hat er hier ein Äuglein. Hat hier oben auch so Strubbelhaare. Und damit es jetzt doch nicht mehr nach Wal aussieht, hat er hier auch noch ein Flügelchen. Und hier unten so zwei kurze Füßchen. Ich weiß nicht, ob dieses Ding fliegen kann. Ich vermute nicht. Aber das ist halt einfach mein Vögelchen. Der ist echt dick heute geworden. Ja, und da, das ist schon so das, was ich zum Thema Schriften oder auch, ja, oder auch so Aufteilungen von Schriften zeigen wollte. Ich überlege gerade, ob wir das da reinmachen. Nee, das machen wir auf die nächste Seite. Auch hier ist es eine Sache, wenn ich sowas zeichne, fange ich an mit dem Rahmen. Und da wollte ich jetzt auch noch mal zeigen, wie man so einen Rahmen auch mal noch anders machen kann. Ich fange mal hier links an, gehe nach oben, gehe dann nach links und halte mal an und mache jetzt hier so ein kleines Herz, was ich nicht schließe. Und gehe weiter. Das mache ich links auch nochmal. Hier einfach ein Herz. Das kann auch schließen, geht auch so. Und das immer, wenn was so in einem Weg steht, lasse ich einfach den Rahmen aus. Das kann auch, wenn ich runtergehe, auch hier so ein Herz sein. So. Vielleicht auch einfach nur hier so ein grafisches Element. Oder mal so eine Schlängellinie. Was auch immer einfällt. Könnte auch hier zum Beispiel ein Wort raus entstehen. Zum Beispiel. Also da einfach auch mal überlegen, was könnte es denn noch geben? Könnt ihr hier in der Ecke auch so einen Kringel machen oder hier noch ein kleines Herzchen rein. Ich weiß, ich bin da manchmal sehr verspielt, aber das kann jeder auch so halten, wie er möchte. Jetzt werden wir im nächsten Bild ja doch schon unsere Menschen zeichnen. Wenn ihr Bock habt, auch noch Tiere, und dann werde ich zeigen, wie wir das alles zusammenbringen. Ich hoffe, haben alle nur Lust? Ich glaube, ich muss nämlich einmal mal ganz kurz mein Wasser holen. Bin sofort wieder da. So, weiter geht's. Wasser nachgefüllt. Und ja, einen Hund kriegen wir hin. Super.
Fangen wir erstmal aber an mit den Menschen. Machen wir ein neues Blatt. Genau. Bei den Menschen können wir ja gleich die Tiere auch noch unterbringen. Genau, wenn ich die Menschen jetzt sehe, zeige ich auch einmal mal, so, es gibt immer so Banner, die man zeichnet. Und vielleicht habt ihr die auch schon gesehen. Und das geht eigentlich ganz einfach. Ich male ein Rechteck. Und dann gehe ich jetzt rechts und links so, ja, ich sag mal, ein bisschen über die Hälfte, gehe nach rechts und gehe nach links. Das mache ich auch immer in dieser Reihenfolge. Dann gehe ich hier im unteren Bereich, also ich mache das mal einmal mit Gelb, hier und hier denke ich mir so einen Punkt, ungefähr symmetrisch. Und da gehe ich ein Stückchen nach unten. Im nächsten Schritt, und das sollte ungefähr gleich lang sein, so. Im nächsten Schritt gehe ich wieder von diesem Punkt aus nach rechts und bin ungefähr so lang wie oben. Upsala, hier und hier nach links. Im nächsten Schritt, ich sage immer, ich mache da so einen Douglas-Schnitt rein. Ihr kennt ja, wenn die, wir haben ja nur Pieper in Schermeck, wenn die da immer so Geschenke verpacken und dann noch so einen coolen Schnitt da reinmachen. Ich kann das ja nicht, aber das mache ich. Und dann mache ich hier so von ich mache da mal einmal bunt, hier von dieser Ecke zu dieser Ecke einen Strich. Ups, in schwarz natürlich, so. Und links das Gleiche. Das schraffiere ich so ein bisschen, weil das so hinten liegt. Und fertig habe ich so ein einfaches Banner. Genau, ich zeige gleich noch eine witzige andere Sache. Aber jetzt müssen wir ja hier mal an unsere Menschen. Und ich finde, ja, Menschen passen ja überall zu, weil, ne, ohne Menschen wäre ja nichts. Und dann zeige ich jetzt mal so drei Variationen meiner Menschen hier nochmal so zur Erinnerung. Auch hier wird gleich das visuelle Alphabet eine Rolle spielen. Da habe ich jetzt noch so eine andere Form, so einen Halbkreis, den benutze ich gleich mal noch. Dann gibt es so einfache Striche. Ne, und auch so geschwungene Striche. Und ich fange mal an so mit meinem Standardmännchen, wie ich es im Moment zeichne. Da fange ich immer mit dem Kopf an. Und da ich es einfach mag, wenn mich jemand anlächelt, fange ich halt immer an mit dem Gesicht. Mein Körper ist jetzt eigentlich, der wird ohne Hals bei mir angesetzt, wie ein Rechteck, so runter. Und dann geht es unten mit Beine weiter. Schuhe gibt es bei mir nur, wenn es einen besonderen Grund für die Schuhe gibt. In der Regel lasse ich die weg. Und meine Menschen sind immer selbstbewusst und haben hier die Hände auf der Hüfte. Die Hände sind einfach ein Kreis. Haare haben meine Männchen oft so, damit es einfach auch lustig aussieht. Das Ganze kann man aber variieren. Und da ist es jetzt einfach auch die Überlegung, dass jeder auch so seine eigenen Menschen machen kann. Also erstmal der runde Kopf. Der ist bei mir natürlich auch nicht immer rund, weil, ne, in der Natur sind wir ja auch alle anders. Da haben wir große Köpfe, kleine, längliche, runde, wie auch immer. Und dann mache ich jetzt so ein bisschen hier wie ein Dreieck dran, dann ist es schon ein Kleid. Manchmal sieht es bei mir auch mal daneben eher so aus. Dann ist es so ein ausladendes Kleid. Haben wir mal zwei nebeneinander, auch nicht schlecht. Und wenn das jetzt wichtig ist, also erstmal müssen die lächeln, ne? Und da zeige ich dir jetzt auch, was wir machen können, wie wir so die Augen setzen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Augen so ein bisschen nach links setze und das Lächeln, dann geht der Blick darüber. Ne? Der hier, wenn wir den hier gucken, der guckt uns an. Und die rechts guckt jetzt so zur Seite. Dann kommen die Beine.
Und ich habe ja gerade gesagt, wenn es nicht unbedingt nötig ist, mache ich keine. Will ich jetzt aber sagen, ich will das jetzt wirklich überbetonen, ja hier Frauen und Finanzen, ne? Genau, dann mache ich High Heels. Meine High Heels sind so, ja, das sind so komische Füße nach rechts und links. Dann gibt es hier die Absätze. Damit es ein Pump wird, mache ich einfach so. Sind das so ein bisschen Minimaus-Schuhe. Genau. Kann auch der rechten hier Gummistiefel anziehen. Einfach so. Wenn es passt. Genau. Arme haben wir jetzt noch nicht. Der erste hat ja die Hände auf den Hüften. Was ich immer mega finde, ist auch, wenn die was in der Hand haben. Und wenn die bei mir was in der Hand haben, dann haben die zum Beispiel die Arme so. Ich mache mal den Pfeil da weg hier, der stört mich. Ja, und was hat man so in der Hand, wenn man irgendwie durch die Gegend läuft? Also ich würde mal sagen, wie wäre es denn mit dem Luftballon? Der ist einfach hier so oval und hat unten da dieses Dreieck dran. Oder hier könnte der auch noch eine Blume drin haben, ne? Und ich mal dann ganz oft hier diese einfachen Blumen mit dem Stängel in der Hand. Vielleicht noch Blätter. Blume. Haare, genau. Der erste hat ja hier die Strubbelhaare nach oben. Meine Frauen haben immer so wallende Locken. Also ganz oft. Weil ich es einfach irgendwie cool schnell malen kann. Aber da kannst du ganz viel machen. Also auch kann man hier so Locken machen mit einem Zopfgummi. Und da wird dann hier noch so ein lockiger Zopf. Und gleich werden wir noch so zwei, drei machen. Was hat die für Arme? Egal, die hat einfach die Arme so nach unten. Aber du siehst schon, Körperhaltung kann da auch einiges bringen. Und da zeige ich dir jetzt so zwei Beispiele, wie die Körperhaltung halt auch das Ganze bewegen kann. Also einmal male ich jetzt hier unten Männchen und male ich jetzt so, wie ich es immer male. Fröhlich. Manchmal male ich auch so Details auf die Männchen, dann bekommen die hier vielleicht so einen Gürtel noch drauf. Meine Männchen haben ja auch selten irgendwie Hosen oder so an, die haben alle, egal ob Männlein oder Weiblein, da irgendwie so, keine Ahnung, einfach sowas an. Könnte ich hier noch so ein paar Knöpfe drauf machen. Und wie wäre es denn, wenn der jetzt in die Luft springt? Und wenn einer springt, male ich dem entweder so die Beine so oder auch, wenn er so ganz witzig in die Luft springt, so. Aber meistens macht man die so zur Seite. Und er reißt die Arme in die Höhe. So. Könnten vielleicht die Haare auch so durch den Schwung zur Seite wehen. Also derjenige hat gerade richtig Spaß. Wenn ich jetzt die gleiche Position nehme, also quasi das gleiche Männchen, ich reiße die Arme in die Höhe, mach lediglich jetzt die Beine so gerade. Haare machen wir mal so ganz einfache, das geht nämlich auch. Und jetzt reiße ich die Augen ganz weit auf und den Mund. Dann ist es nicht wie links der Freudensprung, dann ist es echt eher so ein ja, entsetztes, oh mein Gott, was ist da passiert? Also mit wenig kannst du da was ändern. Und natürlich kannst du, und das zeige ich jetzt hier an dem nächsten, das mache ich, kannst du natürlich ganz einfach die Emotionen ändern. Der ist traurig, könnte auch vielleicht die Augen so zu haben. Der könnte aber auch so die Augen zu haben. Und wenn er dazu grinst, dann ist er eher relaxed. Wenn ich dann jetzt wieder hier die Arme so abknicke, wie bei dem Mädchen, was den Ballon und den
die Blumen hat. Dann kann das jetzt ganz anders genutzt werden. Das wäre für mich jetzt so ein bisschen entspannt. Und wenn ich jetzt noch so einen Lotussitz andeute, anatomisch natürlich so ein bisschen anders, dann steht das für relaxen, für etwas, ja, sich entspannen und so weiter. Und wenn man es nicht so genau erkennt, schreibe ich noch ein Om dazu. Solche Sachen kann man natürlich auch immer vielleicht mit so einer Sprechblase dazu machen. Auch hier zum Beispiel, dass der hier könnte Juhu rufen und da einfach hier so Sprechblasen machen. Das wirkt immer ganz gut. Und letztendlich ist das auch ein Container. Es könnten auch natürlich so Gedankenblasen sein. Ah, was denkt die sich wohl? Ich will auch einen Ballon oder so, keine Ahnung. Aber es ist mir zu lang, also könnten wir irgendwas reinmachen. Die will eine Krone. Können wir einfach hier reinmalen. Krone kann man auch übrigens den Leuten immer gut auf den Kopf setzen, finde ich. Und manchmal kann man auch auf so einem Blatt, wie jetzt, dann auch mal irgendwie so einen Kopf irgendwo oben in die Ecke machen. Ich mache das jetzt mal hier oben links, mache mal einen richtig dicken Kopf, deute hier nach rechts und links einen Körper an, gute Laune, ups, so. Wie wäre es denn mal mit so einem fast Afro-Frisur? Und können wir dem auch mal einen Schlips malen? Vielleicht winkt der noch so. Vielleicht auch mit beiden Armen. Vielleicht macht er auch Gewichtheben. Genau. Sowas könnt ihr immer auch mal irgendwo zur Auflockerung drauf malen. Egal. Ob das jetzt ein ernstes Thema ist oder nicht. Was dann auch oft die Frage sind die Tiere. Und ihr habt euch jetzt ja schon einen Hund und eine Biene gewünscht. Ich fange allerdings immer mit was anderem an. Und zwar fange ich immer mit meinem Schweinchen an. Kann einfach nicht anders. Mein Schweinchen ist ganz einfach und da ich Tiere auch nicht so mega einfach sind, habe ich mir eine mega einfache Sache ausgedacht, um Tiere zu zeichnen. Und zwar bediene ich mich da so der Taktik, die auch kleine Kinder nehmen. Es werden Kopffüßler. Und ich gucke, was ist das Wichtige? Mein Schwein hat natürlich diesen Rüssel und diese Steckdose. Mein Schwein hat immer so ganz kleine Schweineäuglein und immer ein verschmitztes Lächeln. Dann gibt es rechts und links Ohren. Die sind nicht wie echte Schweine, die haben aber egal. Nach links gibt es das Ringelschwänzchen. Ich habe ja gesagt, das sind Kopffüßler. Ich brauche keinen Körper, zum Glück. Gibt es einfach 4 Füße. Fertig ist das Schweinchen. Bei mir ist dann irgendwann im letzten Jahr dazu gekommen, dass mein Schweinchen immer so ein Glücksschweinchen ist und ich dann immer so einen Zylinder aufsetze. Den male ich einfach da drüber und male den dann schwarz aus. Das kann man dann einfach so mit seinem Feinliner oder schwarzen Filzstift machen. Das ist mein kleines Glücksschweinchen. Und das Gleiche zeichnen wir jetzt nochmal. Nochmal rund. Die Öhrchen. Die Füßchen.
Aber jetzt wird es nicht das Schwein, sondern es bekommt hier so ein bisschen gelangweilte Augen. Ein spitzes Näschen. Nein, das ist auch noch kein Hund. Das ist eine Katze. Die hat hier so ein paar Barthaare. Die hat immer rechts und links so drei Schnurhaare. Und meine sind immer getigert, wobei wir zu Hause schwarze Katzen haben. Und das deute ich einfach durch so ein, ich sage ja immer, Krickerlackrack an. Und dann kriegt ihr hier noch so einen Schwanz. Und der ist auch hier und da getigert. Jo, das ist die Katze. Das Einzige, was immer wichtig ist, und deswegen nehme ich einfach die Farbe bei Tieren, guckt, was ist besonders an den Tieren? Bei den Schweinchen ist es natürlich, dass die knalle rosa sind. So eine Katze würde ich jetzt noch hier eben so ein bisschen grau unterbringen. Ne? Wie sagt man so schön, nachts sind alle Katzen grau. Und die Merkmale sind halt eben einfach diese Schnurhaare und der Schwanz. Und damit erkennt man, dass es die Katze ist. Beim Hund gehe ich jetzt genauso vor. Und beim Hund habe ich immer so ein bisschen rundere Augen. Jetzt so eine rundere Nase. Vielleicht hat er auch hier so, manche gucken ja so süß. Dann geht die Schnute so. Und er hat hier auch so ein paar Bartstoppeln. Die haben ja nicht so lange Haare wie die Katzen, aber Hunde haben meistens andere Ohren. Wobei Hunde kann man ja nicht konkret sagen, was sie für Ohren haben. Mein Hund hat jetzt hier immer so Schlappohren. Und da ich das jetzt hier so komisch drüber male, male ich die immer schwarz aus. Also auch wenn ich die so auf Papier male. Das ist immer ein Hund mit schwarzen. Und da das ja Kopffüßler sind bei mir, hat er einfach hier nur seine vier Füßlein. Vielleicht hier noch so ein Schwanz. Und fertig ist der Hund. Eine Biene ist eigentlich auch ganz einfach. Meine Bienen, ja, die sehen so ganz besonders aus, sind vielleicht auch eher Hummeln. Aber ich glaube, da kann man auch einfach so ein bisschen Fantasie laufen lassen. Und zwar habe ich so ein bisschen immer so einen Körper wie eine Bohne. Mal dann die Streifen drauf. Und da kann man bestimmt auch mal ausprobieren mit dicken und mit dünnen Bienen. Ich habe ja so die Ahnung, dass ihr was für euren Honig zeichnen könntest. So, und dann hat die Biene hier oben ihre Flügel. Ich weiß gar nicht, hat die sechs Füße, vier? Ich weiß es nicht, machen wir vier. Dann hat die hier noch so Fühler und ein freundliches Gesicht. So, oder ich glaube sogar eher gepunktet. Da auch immer mal einfach gucken, ne? Wenn die sticht, hat die den Stachel da. Und da sind es dann manchmal, ist es wichtig, was für Farben wir benutzen. Also, dass wir dann sowas auch eben hier gelb kolorieren. Klar, damit es auch wirklich klar ist, was es ist. Ja, haben wir eine Biene, haben wir einen Hund, Schwein und Katze. Jetzt geht es natürlich nochmal ans Kolorieren und ich nehme jetzt mal eine andere Farbe. Ich nehme jetzt mal hier rosa. Ist ja meine Lieblingsfarbe. Und dann fange ich immer an, wenn ich so Details habe, wie hier oben in der Ecke diese Krawatte, die zeichne ich an. Dann hier den Afro würde ich rosa malen. Gehe überall in die Kleidung rein und da auch überall wieder so im rechten Bereich. Den Gürtel würde ich vielleicht nachmalen. Vielleicht die Haare, die Blume. Und hier wirklich mein Tipp. Möglichst wenig nachdenken. Einfach machen. Je mehr du nachdenkst, ja, desto steifer wird man manchmal. Und die besten Ideen kommen manchmal einfach aus der Hand. Und wenn das nicht sofort funktioniert, ist das auch nicht schlimm. Das klappt nicht immer beim ersten Mal. Und wer, wie gesagt, Angst hat, oh Gott, jetzt versaue ich dieses Bild, also erstmal herzlich willkommen im Club. Das geht mir heute noch so, wenn ich analog zeichne, also auf Papier.
Ich weiß aber mittlerweile, dass ich immer irgendeinen Weg finde, es trotzdem noch schön zu machen und habe den Mut, dann weiterzuzeichnen. Wenn du das an dieser Stelle nicht hast, dann druckst dir aus, also kopierst dir, druckst dir aus und fang dann an zu kolorieren. An dieser Stelle würde ich auch hier nochmal meinen Rahmen machen, vielleicht hier auch mal so ein Herzchen noch rein oder einfach einen Kreis. Hier kann man auch mal irgendwie so eine Blume machen, wie man so Lust hat. Da gibt es zum Glück halt kein richtig und falsch. Und das finde ich total wichtig und würde natürlich hier im nächsten Schritt auch noch den Schatten setzen. Ich mache das jetzt echt mal so ein bisschen flotti-flotti, weil ich noch so ein paar Sachen auf dem Schirm habe. Ich weiß, es ist lang, was wir machen, aber ich glaube, dass jetzt schon einige von euch doch stolz sind auf das, was bei euch im Skizzenheft oder auf dem Papier ist. Wenn ich so Menschen habe, mache ich hier drunter oft einfach so einen Schatten, als wenn die da so stehen oder bei den Tieren hier. Und das aber auch eben ohne Überlegen. Es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Einfach machen. Mal den Ballon habe ich vergessen, wird der grau. Genau. Das reicht. Und hier auch nochmal, macht es alles weg. Das macht der Rahmen und die Koloration macht das Bild perfekt unperfekt. Und die Sketchnotes, wie gesagt, kann ich nutzen für alle möglichen echt professionellen Sachen. Aber egal, was du damit vorhast, ob du sagst, ich will in meiner nächsten Fortbildung mitzeichnen, ich will das zum Lernen nehmen, fürs Studium oder einfach nur just for fun. Das Wichtigste ist, dass wir üben. Natürlich mit Spaß. Und was halt super geht, damit man auch, ich sag mal, so einen Grund einfach hat, sind einfach sowas wie Karten zu sketchen. Und guck mal, wie ich das so, ich das in der Zeit so hinkriege, wie ich das will. So ein bisschen umdenke. Was halt super auch funktioniert, sind, ja, ich habe ja gerade schon mal so Banner gezeigt und was auch toll funktioniert, um ein Wort unterzubringen, sind so Wimpelketten. Ich male jetzt, upsala, ich wollte hiermit mal einfach mal hier so eine Linie und fange jetzt hier an, hier so Wimpel dran zu machen. So Wimpel können übrigens auch so sein oder so. Da kann jeder überlegen. Ich habe mich jetzt hier entschieden, so abgerundet zu machen. Und natürlich machst du so viele, wie du, wie in dem Wort sind, was du schreiben willst. Ich will jetzt hier nur Hallo schreiben. Guck, dass die mal in etwa nicht so ganz, die sind jetzt so ein bisschen unterschiedlich breit, aber auch das ist nicht wichtig. Das ist eine Wimpelkette und die hänge ich hier links mit einer Schleife und rechts. Es sind einfach nur zwei Bögen mit so einem Schleife nach rechts und links auf. Im Nix, aber ist ja egal. Das könnte auch sein, mache ich mal hier so in ganz klein, ne? So könnte auch die Wimpelkette sein. Oder auch so Dreiecke. Also wie man Lust hat. Da kann man auch richtig eine lange machen, muss man dann zählen, was man da drauf schreibt. Sieht immer gut aus. Hier schreibe ich jetzt Hallo rein vorher, vielleicht male ich das tatsächlich dann mal richtig aus vorher, weil das sieht immer ganz schön aus, wenn man was Ausgemaltes hat oder was Gemustertes. Sieht auch einfach gut zur Dekoration aus und hier schreiben wir einfach Hallo rein.
Da könnte jetzt auch herzlichen Glückwunsch oder was auch immer stehen. Und wenn ich jetzt sowas mache wie eine Karte, fange ich einfach an, kreuz und quer Dinge zu zeichnen, die ich schon zeichnen kann. Das kann unser Schweinchen sein, ein Menschlein. Und ich habe ja gerade erzählt, es ist so schön, wenn man meine Krone aufsetzt. Und da male ich immer, fange ich mit dem Kopf an und fange dann hier so ein bisschen anders an und mache dann hier da so eine Krone raus. Manchmal so rechts und links ein paar Haare. Wenn ich König bin, freue ich mich natürlich immer. Könnte auch das Geburtstagskind sein. Irgendjemand hatte, glaube ich, heute erzählt, dass er was für den Geburtstag zeichnen wollen würde. Und fertig ist das erste Männchen. Wenn es um Geburtstag oder so geht, habe ich ja schon gesagt, geht immer natürlich ein Geschenk. Und ich fange oft ja mit dem Quadrat an. Wenn es ein bisschen aufwendiger sein soll, mache ich auf dieses Quadrat oben nochmal so ein Rechteck. Und mache hier ein Band und da ein Band. Das kann ich auch noch viel aufwendiger machen, aber ich finde, wenn es schnell gehen soll, die einfache Schleife einfach gut. Und so gucke ich jetzt, dass ich alles, was ich so gut finde, zeichne. Da kann der Diamant oben nochmal in die Ecke, das Dreieck. Dann nach links und rechts so in die Mitte. Zickzack. Und die Striche in die Mitte. Mein Diamant leuchtet ja immer. Dann hatte ich ja schon mal gesagt, das Quadrat oder das Dreieck, habe ich einfach ein Gesicht gegeben. Und manchmal gebe ich auch Gegenständen einfach ein Gesicht. Und wir sind beim Zeichnen und da zeichne ich immer ganz gerne einen ganz dicken Bleistift. So sieht er aus. So ist so ein dicker Bleistift und hier oben die Spitze ist ja dick schwarz oder auch farbig. Wenn ich den einfach so male, würde ich dem hier so Streifen drauf malen. Aber für mich, ja, ich male gerne einen Stift mit Augen und Mund. Der hat links und rechts Arme. Und hier unten einfach seine Beine. Das ist jetzt relativ groß gezeichnet, aber da kann man natürlich auch kleiner einfach werden. Mal gucken, was dann alles drauf passt. Es geht genauso auch, kann man die Tasse hier nochmal drauf zeichnen. Und jetzt habe ich hier oben so ein bisschen Bogen gemacht, dann kann man die hier so richtig so machen. Henkel dran, der kann auch jetzt mal so doppelt sein. Auch wieder ein Heißgetränk. Oft hängt der Teebeutel bei mir auch hier zur Seite raus. Gerade hatten wir den vorne. Was ich dann immer mag bei solchen Sachen, wenn ich sowas zeichne, ja, das ist mein Stift. Ich bin dann auch ein bisschen kleiner. Den dicken Vogel hatten wir gerade schon mal, den machen wir nochmal. Der ist halt wirklich so, ja, so der geht hier auf der einen Seite spitz zu und ist da dick. Hat hier seine Schwanzfedern, meine Locken. Hier so ein, das Mündchen oder Schnabel, Auge. Strubbelhaare, Federn, wie heißt es, Flügel und vielleicht ein bisschen längere Füße als gerade auf dem anderen Bild. Das ist der dicke Vogel. Da können auch ein paar mehr rein. Die Biene kann natürlich hier auch nochmal rein. Diese dicke kleine Bohne, zwei schwarze Streifen. Flügelchen. Ihr wisst, was ich meine. Flügel, Gesichtchen und die Beinchen. Da mache ich manchmal, wenn die hier so herfliegt, wobei ich habe jetzt hier so wenig Platz, manchmal so den Weg, wie die geflogen ist oder wenn es vielleicht eine dicke Hummel wäre. Dann gibt es immer, gerade wenn ich feiere, gibt es da, finde ich, auch immer mal einen Grund anzustoßen. Und dann zeichne ich gerne hier so Sektgläser. Ich habe immer so lange. Die sind so. Und ich finde,
Ein Glas kommt nie alleine. Mache ich gleich noch ein zweites dazu. Man sieht, was da drin ist. Mache ich hier mal so den Füllstand. Und, also ich finde, da muss ja was Prickelndes rein. Und dann prickelt das auch hier so raus. Ein anderes Glas, was ich auch gerne zeichne, mache ich mal hier so rechts, sind so diese Cocktailgläser, wo man so Martini raustrinkt. Ich trinke kein Martini, ich finde aber diese Gläser so toll. Das auch dann unten hier dieses, ne, da wo man es abstellt. Da mache ich auch hier nochmal das, was da drin ist, prickelt wieder. Mache hier links so einen Kreis dran. Das wird dann nämlich vielleicht so eine Zitrone oder Orange. Und da mache ich einfach hier so kleine Dreiecken drin, dass es aussieht wie eine Scheibe. Und hier noch ein Strohhalm. Natürlich einer aus Glas oder Metall oder Papier. Genau, dann habe ich das Cocktailglas fertig. Was immer auch geht, wenn ich einfach nur ja schöne Symbole machen will. Ich habe gesagt, Herzen geht immer. Ne? Also einfach überall mal noch ein Herz malen, dann male ich immer solche. Oder ich habe noch so ein anderes Herz, was ich mache. Malen wir mal beim König. Und zwar ist das so. So ein geschlängeltes. Sieht jetzt aus, ein bisschen komisch aus, aber so. Genau. Ein Eis geht auch immer. Eis haben wir ja gerade schon mal gezeichnet, aber viele Leute essen ja gerne Eis am Stiel, dann Magnum oder so. Und das geht bei mir einfach so mit dem Stiel. Wenn ich das für eine Geburtstagskarte mache, mache ich dann oft zwei so Stifte, zwei, drei Vögel, drei, vier Eis und wiederhole die immer wieder. Jetzt heute gucke ich mal, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, deswegen mache ich das jetzt nicht. Bonbon geht immer gut, auch mega einfach. Ein Rechteck, Streifen und hier so das, wo das Papier so ist. So ähnlich wie die Bonbons von der Volksbank. Genau. Luftballon haben wir gerade auch schon mal gezeichnet. Das darf auch nie fehlen. Das ist halt immer so diese Luftballonform. Hier unten so ein kleines Dreieck dran. Und einfach das Band, das es so zieht. Eins meiner Lieblingssachen, die echt effektvoll sind und ja, einfach sind, zeige ich gleich. Vorher zeige ich nochmal, was auch immer auch als Füllsel auf so ein Bild geht, ist hier so eine Spirale, die ich hier so als Kreis zumache. Und dann das da dran, dann ist es ein Lolli. Und eins meiner, das kommt echt fast ungelogen mittlerweile auf alle meine Karten, die ich zeichne und ganz oft in meinen Webinaren, das ist mein Muffin. Da habe ich hier unten die Muffinform. Die deute ich hier immer so an. Das ist da, wo diese Falten sind. Wenn man den Muffin so schön backt, dann kommt er da so richtig raus. So. Könnte fast ein Cupcake sein. Der hat natürlich immer gute Laune. Den male ich jetzt mal hier so aus, ganz in schwarz. Sieht er so aus? Ja. Kann man auch mit Stift machen oder halt einfach jetzt so in weiß lassen. So. Dann hat er nämlich auch Arme, links und rechts. Und der springt gerne. Und warum hat er seine Arme so? Weil der springt immer Seilchen. Fragt mich warum, aber mein Muffin springt immer Seilchen. Könnte man wahrscheinlich auch mit dem Stift machen oder auch mit dem König. Passt jetzt hier leider nicht mehr hin. Was auch immer geht, auch so als Symbol für Post, ist ein Papierflieger. Und da fange ich an mit einem Dreieck zum Spitzen und mache da so links und rechts eine Linie. Kommen so ungefähr in der Mitte aus, aber ich lasse ein bisschen Platz, muss ich lassen. So passt das, glaube ich, gut.
Und diese Linie ziehe ich einfach so, dass die neben der Spitze auskommt. Das Ganze ist ja gefaltet. Dann geht es hier so runter. Und hier ist das so reingefaltet. Das ist mein Papierflieger. Und auch bei dem mache ich so gerne, so ähnlich wie bei der Biene, aber auch gerne mit so einer gestrichelten Linie, zeichne ich so, wo der gerade herkommt. Und wo der noch hinfliegt. Und so kann man jetzt alles Mögliche, was man noch hat, zeichnen. Es kann noch eine Sonne irgendwo rein. Die kann natürlich ein Gesicht haben. Und da wieder mein Trick bei den Strahlen. Fangt oben unten an, rechts und links, so auf eben 6, 12, 9 und 3 Uhr. Und dann setzt ihr einfach dazwischen welche. Ich verhaspel mich sonst. Und so strahlt die so richtig schön. Man kann auch ein paar Herzen malen. Man kann auch ein paar Kringel malen. Das Ganze kleiner malt, passt natürlich noch viel mehr drauf. Ich kann noch so ein paar Herzen hier malen. Und alles, was mir noch einfällt, ein Pfeil passt auch immer gut. Da mache ich hier einfach immer so ein schwarzer Pfeil. Das kann so sein. Oder der kann hier so wie so ein Indianerpfeil halt hier so sein, ne? So zum Beispiel. Könnten wir noch ein paar Eis machen, könnte auch noch eine Prosecco-Flasche und so weiter kommen. Aber ich glaube, das kriegen wir alles gar nicht mehr hin. Ach, eine Sache finde ich immer ganz süß, die male ich ganz gerne. Wieder zwei Herzen. Ein bisschen weniger so. Moment, ne, Moment. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. So. So und so. Die haben Abstand voneinander. Und dann haben die hier den Steg. Und das ist eine Brille. Da geht jetzt nach links ein Bügel und nach rechts ein Bügel. Und gerade wenn man das so just for fun macht, dann ist es eine gute Übung. Und natürlich mache ich den Papierflieger gerne nochmal. Fängst mit dem spitzen Dreieck an. Ungefähr so. Und dann kommt hier oben und hier an der Seite eine Linie. Die treffen sich nicht in der Mitte. Und von da aus geht es nach oben und man kommt so neben der Mitte aus. Das ist gerade ein bisschen gewackelt. Da sieht es noch komisch aus. Und dann mache ich hier eine Linie runter und hier eine Linie runter. Und das ist das so eingeknickte nach unten. Und bei mir immer in Kombi mit so einer gestrichelten Linie. Genau, da kann man dann vielleicht auch noch hier was drauf machen. Genau, wie man das so will. Also nochmal hier Dreieck, da eine Linie, da eine Linie. Ich mache es mal einfach so in schnell. Hier rein, darunter. Darunter und so. Genau. Ja, dann kann man, wenn man sowas füllt, natürlich auch, ich mag gerne immer Noten irgendwo noch reinmalen. Das sieht so nach Musik aus. Passt auch immer, wenn man ne, jemand gratuliert, dann singt man. Und die dürfen auch so ganz ja, lustig hier einfach so reingemalt werden überall. So ein bisschen als Füllelement. Füllelement bei mir sind ja auch immer so, ja, vielleicht so ein bisschen wie Konfetti. Einfach hier so ein paar Schlangenlinien überall hinmalen. Guck auf das Bild und denk, wo fehlt noch was? Und dann mal da was. Das ist immer so der Punkt, wo man überlegt, bin ich fertig oder nicht. Ich mal an der Stelle auch gerne immer noch mal so ein paar dickere Punkte rein, die ich vielleicht mit so einem Filzstift mal. Vielleicht sogar an der Stelle, wenn ich habe im Bund. Jetzt habe ich hier gerade nur schwarz-weiß.
bunt machen wir gleich. Und dann zeige ich auch, wir haben bis jetzt ja immer Ton in Ton koloriert, wie es denn aussieht, wenn ich das jetzt so bunt mache. Rahmen lasse ich jetzt mal weg, weil ich jetzt hier überall Punkte setze. Ich glaube, den brauche ich nicht. Könnte noch Herzen, ach, wozu man Lust hat. Manchmal auch, wie viel Zeit ich habe, um was zu zeichnen. So, das reicht. Ja, und dann geht es einfach wieder ans Kolorieren. Und diesmal würde ich jetzt mal verschiedene Farben nehmen. Also ich würde mal anfangen mit Gelb, weil ich habe ja hier oben die Biene. Ich würde die Sonne gelb malen. Und da mache ich echt so ein bisschen Krickeln da rein. Hier bei den Sektgläsern einfach nur so. Hier bei der Zitrone. Und würde überlegen, was kann noch gelb sein? Vielleicht hier bei dem Vögelchen. Der Tee. Dann nehme ich die nächste Frage. Ich gucke Farbe, gucke natürlich, ob ich irgendwo noch was habe, was ich so naturgetreu machen muss. Habe ich nicht, aber ich finde jetzt ein Rot irgendwie cool. Gehe in den Ballon rein, die Herzen. Und da deute ich das echt auch hier immer an. Genau, nimm vielleicht jetzt noch mal eine hellere Farbe dazu. Hier habe ich noch mal Violett. Machen wir hier das Getränk mal Violett. Da oben die kleinen Girlanden, der Stift, das Geschenk, Bonbon. Und wird dann vielleicht noch ein Pink dazu, dann Rosa für den Lolli, der Muffin, unser Papierflieger. Eis, Vögelchen, König, Diamant. Einfach überall drüber, übers Bild gehen, dann ist es richtig knallig bunt. Und wenn du Lust und Zeit hast und auch einen richtigen Stift hast, auch nochmal diesen Schatten setzen. Und zwar überall, wo es dir so einfällt. Und da ist es tatsächlich wirklich, und deswegen mache ich es manchmal auch so schnell, weil es ist nicht wichtig, wie das jetzt hier um den Vogel ist. Wichtig ist, dass da was ist. Und manchmal, je mehr Mühe ich mir gebe, desto schlechter sieht es aus. Deswegen habe ich mir angewöhnt, wirklich da schnell drüber zu gehen. Und es hat tatsächlich schon fast so was Meditatives, wenn man dann so den Stift irgendwie über das Papier gleiten lässt. Und einfach guckt, ja, wo man noch was hinterlassen kann. Genau. Das ist jetzt so ein bisschen, ich sag mal, alles zusammen, das Gesamtergebnis. Und egal, wofür man es nutzt, ob professionell oder nur privat, ist dieses Benutzen in Karten, Glückwunschkarten und so weiter, einfach der Weg, um immer wieder zu üben und damit Spaß zu üben. Weil es ist ja, keine schwere Aufgabe. Ja, da bin ich tatsächlich jetzt schon mit meiner Zeichnung ans Ende. Ich würde mich wirklich auch freuen, wenn wir das eine oder andere sehen könnten. Und ich habe mit der Petra gar nicht gesprochen, aber vielleicht können wir auch ein paar Bilder sammeln, die wir vielleicht auf eurer Seite präsentieren können. Wie sieht das aus bei euch, Petra? Ich mache auch mal meine Kamera jetzt wieder an. Bei mir ist es hier dunkler geworden. Ich werde hier von meinen Geräten angestrahlt. Alle noch die letzten feinen Arbeiten, glaube ich, machen am Bildschirm. Nochmal gucken. Ja, die Petra hat gesagt, super Idee, wir posten die Bilder. Ja, das wollte ich noch absprechen, aber ist mir dann auch nicht. Oder eine Ausstellung. Das hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass das ja auch eine mega
Idee wäre. Was ich einfach total schön finde, ich bin mir jetzt schon sicher, dass jedes Ergebnis von jedem, der von euch mitgezeichnet hat, seinen besonderen Charme hat. Weil das muss jetzt nicht aussehen wie Symbole, die wir irgendwo so gedruckt sehen oder die irgendjemand professionell auf einer Webseite eingefügt hat, sondern das darf deine eigene Zeichenhandschrift sein. Und ich bin mir sicher, jedes Bild ist unperfekt perfekt. Und da freue ich mich halt echt, wenn wir da was sehen. Und wie auch immer, ob es analog abfotografiert, ich lege mir dann mein Bild immer einfach so auf den Holztisch und fotografiere das ab, lege vielleicht einfach noch so meine zwei Stifte dazu und es sieht immer gut aus. Genau. Ich würde sagen, war jetzt echt um die Uhrzeit 2 Stunden sportlich. Aber ich finde es einfach, mit einer Stunde ist man manchmal so abgehakt, auch wenn es, glaube ich, echt um die Uhrzeit anstrengend ist und vielleicht die einen oder anderen schon einen anstrengenden Tag hatten. Hoffe ich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir sowas in dem Rahmen mal öfter machen würden, um einfach auch so ein bisschen Spaß und Freude in den Alltag zu bringen. Die Kira bedankt sich auch nochmal gerade. Ja, sehr, sehr gerne. Freut mich, dass dir das gefallen hat. Ich hoffe, der Paula auch und dem Rest. Wir haben das Ganze ja auch aufgezeichnet, sodass, wenn man nochmal reingucken will, es auch natürlich die Möglichkeit gibt, das nochmal anzugucken. Hat super Spaß gemacht, kommt da gerade noch. Ja, guck mal, da kommt die Petra auch zurück. Und die alle anderen, ich sehe eure Decke da in eurem Besprechungsraum. Ah, Moment. Wir mussten erst die Weingläser verstecken. Yes? Ihr habt ja doch nur gezeichnet, oder? Klar. Wir haben gezeichnet, wie verrückt. Guck mal, da hat die Kirsten Hemmert hat geschrieben, vielen lieben Dank, endlich mal live erlebt. Ja, das wurde auch mal Zeit, Kirsten, auf jeden Fall. Christina hat sich auch bedankt. Und ich weiß nicht, wer, die Tanja hat es geschrieben, unsere Tochter war erstaunt, dachte, ich hätte es kopiert. Ja, wie geil ist das denn? Das habe ich schon öfter mal gehört, dass solche Kommentare nachher kommen von den Angehörigen, die es nicht glauben können, dass das einer von uns gezeichnet hat. Mega. Sehr cool. Ja. Ich weiß nicht, Petra, ob du noch mal 2, 3 abschließende Worte sagen möchtest? Also wir haben hier die ganze Zeit mitgezeichnet und sind kaum zum Essen gekommen. Wir hatten uns so ein paar kleine Häppchen kommen lassen, aber die stehen hier fast noch alle, weil wir konnten noch nicht mal zur Toilette gehen. Ich finde, 2 Stunden geht dann auch ohne. Wir hatten riesig viel Spaß und das, was du vorher mal gesagt hast, nach der Zeit denkt man, wow, ne? Ich kann doch zeichnen. Ist so. Ja, ist so. Hashtag ist so. Ja. Ganz lieben Dank. Ja, ganz gerne. Jederzeit wieder. Ganz lieben Dank auch an alle Teilnehmerinnen. Wir haben ja jetzt nicht so ein Bild, wer da sitzt, aber liebe Grüße vom Volksbahn-Team hier. Mhm. Wir sind immer für euch da, digital und auch live. Auf jeden Fall. Genau. Ja, lieben Dank für eure Einladung. Mir hat Spaß gemacht und ich habe so den Eindruck, dass wir das eine oder andere noch in Zukunft aushacken werden. Und genau. Wer halt von mir irgendwas noch wissen will, guckt einfach auf meine Webseite. Unter meinem Namen findet ihr im Internet alles über mich und ansonsten schreibt er mir einfach eine E-Mail. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss.